Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream der Zockstube. Heute, wie ich es schon angekündigt habe, mit Population One. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich, ich schau mal eben in den Chat, wer denn schon alles dabei ist. Oh Mensch, Anubis Extreme, Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Der Buddy ist dabei, die Abraxa ist dabei, die Yvonne Rohpeter ist dabei, Cyber CPU, Stephanie, Björn Klein. Mein Gott, der Chat ist ja schon wieder pickepacke voll. Dankeschön, dass ihr alle dabei seid. Das ist hier wieder ein Livestream, das heißt, das ist nicht so safe, dass alles funktioniert wie bei einem produzierten Video. Deswegen würde ich euch einfach darum bitten, in den Chat zu schreiben, ob alles funktioniert, ob ihr mich gut verstehen könnt oder ob vielleicht bei den einzelnen Partien noch Probleme auftreten oder ob soweit alles klappt. Also einfach damit in den Chat. Ein Problem, auf das ich nochmal hinweisen möchte, ist, während der Partie ist es schwierig, also während des einzelnen Matches ist es schwierig, in den Chat zu gucken. Ich werde aber auf jeden Fall in jeder Pause mal kurz in den Chat gucken. Da einfach @zockstube in den Chat setzen, damit ich Bescheid weiß. So, jetzt gucke ich nochmal eben, ob alles... Moin, moin, alle am Start, super... So, ich gucke noch mal eben, versteht ihr mich gut? Funktioniert hier alles gut? Alles bestens, das klingt super, das klingt super und das freut mich natürlich. Ja, ich werde heute nicht alleine unterwegs sein, sondern Population One spielt man immer mit 3 Spielern. Und da habe ich mir 2 besondere VR-YouTuber rausgesucht, mit denen ich heute zocken möchte. Nämlich einmal den Zitronenarzt, den solltet ihr bestens kennen, und den Chris Reality, mit dem ich heute gemeinsam das erste Video zusammen mache. Wenn ihr die beiden VR-YouTuber nicht kennt, ihr findet die Links in der Videobeschreibung. Insbesondere würde ich mich freuen, weil er das erste Mal dabei ist, dass ihr auch mal beim Chris Reality einen Blick vorbei werft und auch ein Abo schenkt. Der macht super PC-VR-Videos auf seinem Channel und der hat wirklich ein paar Abos verdient. Deswegen schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den entsprechenden Link. So, bevor ich jetzt... Oh, danke Klept bei Duck für dein Trinkgeld. Das ist super. Hasenkrieger fragt, was steht auf meinem T-Shirt? Da steht Infected Banana, also infizierte Banane. Das war mal ein Versprecher in meinem Video zu Affected the Manor. Da habe ich versehentlich Infected Banana gesagt und da kam dann die T-Shirt-Idee auf. Super, ja, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, ach, eine Sache habe ich noch. Ich verlose ja ein Key zu Population One und ich habe die Auslosung heute hier in den Stream verlagert. Das bedeutet, im Laufe des Streams werde ich auch noch an einen, der teilgenommen hat, einen Key von Population One verlosen. Wenn ihr also am Gewinnspiel teilgenommen habt und bis jetzt das Video kommentiert habt, dann werdet ihr in diesem Livestream erfahren, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen mehr habt, dann würde ich jetzt einfach mal mein Headset aufziehen und die beiden Kollegen dazu holen. Hi Hoshi, wer ist noch dabei? Hasenkrieger ist mit dabei. Der Kai... Stietenroth, Repu, Hallöchen. Ja, ganz, ganz viele Leute dabei. Leute, ich freue mich. Und jetzt setze ich mir aber mal das Ding auf die Mütze und dann fangen wir an zu zocken. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Kollegen dann auch richtig hört. Ne, ich habe da die Möglichkeit, ein bisschen nachzusteuern. Ja, was ist los? Vertütelt. Ja, das Improvisierte hat sich vertütelt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Und ich mache eine Partie mit den beiden auf. Und schmeiß euch jetzt auch erstmal das Bild von der Quest mit auf den Bildschirm. So, streamen. So, da kriege ich das. Mal kurz gucken, ob alles geklappt hat. Na komm. Na? Bleibt schwarz, Sekunde. Wird übertragen, Übertragung beenden. Starten wir nochmal die Anwendung neu. Back, so. Schließen. Ja, im Test klappt dann immer alles und manchmal ist es dann einfach so, dass es, wenn man, da sind wir, dass es dann doch zu dem einen oder anderen Problem noch kommt. So, dann gehe ich jetzt mal bei Population One rein und gucke mal, ob die Kollegen schon am Start sind. Mal Big Box. Was sagt der Chat? Wie ist die Quest 2 so? Mir gefällt sie sehr gut. Mir gefällt sie sehr, sehr gut.
klarkommen. Und habt ihr denn schon Population One gezockt? Habt ihr vielleicht auch noch Oculus Quest 2? Da interessiere ich mich natürlich auch für, wie euch das Headset gefällt. Und wir laden jetzt mal die beiden Kollegen ein. Invite. Invite. Und da hallo. Sind die beiden schon. Hallo Chris, hallo Doc. Hallo. Hallo. Hallöchen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt noch mal die Frage in den Chat. Ja. Könnt ihr die beiden gut verstehen? Könnt ihr mal was sagen? Irgendwie so durcheinander quatschen oder so. Hallo, Servus und grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität und Chris, jetzt bald doch mal den Max. So, ich guck mal in den Chat, ob der Sound ist. Geredet, ne? Ja. Abraxa installiert gerade das Game. Worum geht's bei dem Spiel? Das ist ein Battle Royale Shooter. Und da muss Pflanzen züchten und gießen und sowas, genau. Ist ganz wichtig. Ja, ich glaube, das geht besser aus dem Spiel hervor. Wollen wir einfach mal blank in die erste Runde starten und dabei so ein bisschen... Ich zieh blank. Alles klar, ja, wir ziehen blank und starten in die erste Runde. Keine Zeit mehr verschwenden. Und ja, los geht's. Der Akku hält nicht ewig. Genau, der Akku hält nicht ewig. Wir müssen das jetzt nutzen. So. So, Server sind down. Ja, genau. Ja, man kann euch gut verstehen. Super. So soll es sein. So, dann gehe ich auch mal eben aus dem Discord raus. Genau. So habe ich es mir gewünscht. So. Ich singe jetzt nicht weiter, aber ich könnte. Ja, wir werden gleich bestimmt noch das ein oder andere Mal singen. Hör mal, das sind ja jetzt hier, ich sag mal, knapp 2 Stündchen, die wir haben. Ohne Musik kommen wir nicht aus, würde ich sagen. Ach shit, wenn der Bildschirm schwarz ist, dann hören die anderen im Voice mich nicht. Ich quatsch immer weiter, ist mir schon so beim Zocken passiert. So, wo sind die denn jetzt? Da, der Doc ist da hinten. Wo ist denn der Chris? So, das ist jetzt hier, der, falls ihr es nicht kennt, der Ladebildschirm. Wo sind sie denn? Ja, Chris, nein, hier. Du bist das eine Bullshit-Beginn-Schwein. So, und das ist jetzt hier so der Ladebildschirm. Da spielen alle immer doof. Da vorne kommt der Doc angelaufen. Ah. Der Doc, hallo. Mann, ey. Ja, und das Gute ist, wir sind jetzt hier in einem Squad, das heißt in einem Dreierteam. Und dann haben wir nicht mit anderen Spielern zu tun, so quatschtechnisch. Genau, wir sind ja hier separatistisch. Genau, man kann halt nicht nur schießen, wie der Chris gerade schon zeigt, sondern man kann sich auch eine Schutzmauer bauen, wenn man die Ressourcen... Man kann den Chris einsperren oder aussperren oder überhaupt. So, wow. Ja, das ist momentan noch, wir warten noch, bis das Spiel losgeht. Ja. Es sind aber noch 15 Sekunden. 115 Sekunden? Nein, noch 15. Es waren gerade 142, aber es hat 15 runtergeschraubt. Ja, ich glaube, weil wir die Spieler voll haben, dann geht es immer in 15 Sekunden los. Ja, und jetzt war ich jetzt ein bisschen ruhiger hier in dem Wartebildschirm. Es ist immer so ein bisschen unruhig. Ja. Aber ja, so, dann los. Das sind jetzt hier irgendwie so kleine Kabinen, womit wir fliegen können und uns dann aussuchen können, wo wir auf der relativ großen Map landen wollen. Ich guck mal auf die Karte. Was haltet ihr von Cliffside? Da war ich noch nie. Finde ich super. Aber du siehst auch gleich während dem Flug, wie die Karte schrumpft. Ja. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen gucken. Alles klar. Ich markiere auch noch Cliffside. Finde ich super. So, und wir fliegen jetzt hier. Ich habe es gerade gesagt. Da ist der Doc. Ich mag ja sehr gerne den Friedhof und die Kirche. Wo ist die eigentlich? Ich weiß es nicht. Da können wir aber gleich auch noch mal gerne hin. So, wie verkleinert sich die Karte? Cliffside nicht. Cliffside ist perfekt. Gehen wir da rüber? Ich würde sagen, Cliffside ist perfekt. Da fliegen jetzt wenig hin. Ja. Aber du willst ja trotzdem. Schaff mal locker. Ja, da sind wir ja auch direkt an der Zone. Zu holen. Ist das so? Ja, wir sind an der Zone. Wow. So, und jetzt geht es darum, wir starten erstmal ohne Waffen. Hör mal, ich fliege mal da oben hin. Ich glaube, da ist keiner. Da kann man in Ruhe looten. Da hole ich mir mal Zeug. Notfalls kann ich von da auch noch runter. Ich gucke jetzt erstmal Priorität 1, Energy zu bekommen. Ja. Und nachher gucken wir mal nach Waffen. Ja. Und das Ziel des Spiels ist es jetzt erstmal, Waffen zu sammeln. Und wenn man dann die Waffen gesammelt hat und Energie gesammelt hat, dann wird die Karte immer kleiner. So. Und man trifft dann immer eher aufeinander. Das ist, wenn er gleich sagt, so Zone ist shrinking. Und da sind wir jetzt noch nicht dabei. Ich zeige euch das. Es ist gerade ein bisschen stressig. Ich zeige euch das gleich mal in Ruhe. Ja, guck mal, da schrumpft sie schon. Das ist ja so hier Muni. Ohne Shotgun, aber wirklich keine Purple-Waffen, keine goldenen Waffen bis jetzt. Echt traurig, was wir hier an Material gerade bekommen. Ja.
Da ist nicht viel los hier, aber das ist auch kein guter Ort. Ah, okay. Zum Spawn. Oh, guck mal, da oben auf dem Turm ist noch was. Doch, da oben. Oh, hier ist noch mehr Energy. So, hier auch Energie, Muni. Muni, ist die Waffe besser als meine? Nee, wir müssen jetzt übrigens auch los. Ihr könnt überall raufklettern, was eine Wand ist. Also es gibt nichts, wo ihr nicht raufklettern könntet. So. Man kann hier überall rauf. Und hier hinter mir seht ihr, die Zone wird kleiner. Das ist wie so eine Wand, die sich schließt. Das ist das Rote hier außenrum. Und da müssen wir gucken, dass wir da immer in der Zone bleiben, weil wir außerhalb der Zone Schaden erleiden und dann irgendwann sterben. Und durch diese Zone wird im Prinzip das Spielerfeld immer näher zusammengefärscht. So kann man das sagen, oder? Ja, also bekanntes Battle Royale-Prinzip. Ne? Ja. Hast du schon gesagt, wie man fliegt? Ja, Arme auseinander. Ich bin schon geflogen. Ich habe eine Shotgun mit 2 Sternchen bekommen. Sehr schön. Handgranaten mag ich gar nicht. Weiß eigentlich, ich kann mit Handgranaten nichts anfangen. Da bin ich eigentlich... den Wechsel zwischen den Waffen. Oha, zusammen. Ich bin gar nicht in der Zone. Ich komme mal wieder zu euch. Leider. Und unten sieht man jetzt so die Energieanzeige. Also man hat einmal die Lebensenergie und sowas wie Schild. Das Lebensenergie ist grün, Schild ist blau. Und was ich immer ganz gut finde, ich glaube, das habe ich gestern auch schon mit dem Chris gemacht, wenn du einen Gegner siehst, da unten sieht man die Koordinaten sich so drehen. Da kann man immer sagen, so, ich sehe gerade... Wenn du einen Gegner siehst? Ja. Moment, das habe ich nicht kapiert. Guck, wo sehe ich die Koordinaten? Guck mal, unter deiner Lebensenergie. Da siehst du Koordinaten, ja. Da kannst du sagen, so, da ist ein Gegner auf 0 Grad oder auf 45 Grad oder genau. So. Und dann kann man... Ja, aber den muss ich mir markieren erstmal, Nee, du kannst da ja hingucken und wir haben ja alle die gleichen Koordinaten. Also wenn du sagst, ein Gegner auf 45, dann können wir alle nach 45 gucken. Ja, aber wie sagst du das? Ach so, das sag ich euch via Ton. Genau. Also mittels hier. Genau. Ja. Okay, dann sagst du einfach Gegner auf 45. Ach shit, ich bin auf der falschen Seite der Leiter. Also ich bin momentan wirklich so im Nahkampf, bin ich nicht schlecht ausgerüstet. Wo seid ihr denn überhaupt? Oh, guck mal, hier gibt's noch mehr Energy. Da sieht man, die beiden. Ja, ich bräuchte auch noch ein bisschen Energy. Shields. So seht ihr, so kann man hier... Fully of Energy! Ist da noch was drin? Ah, da oben sehe ich noch was. Nee, ja, eine Shotgun, aber nichts Besonderes. Oh, Purple Weapon, das ist schon mal geil. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Purple Weapon. Ja, aber habe ich mir geholt. Hier, eine MP5 mit 2 Sternchen, falls ihr es wollt, aber ist direkt bei der Wand jetzt. Oh. So, ich mach mal die Map auf. Okay, es schrinkt sich da so schön zusammen. Ja. Aber wir haben eine gute Ecke erwischt, finde ich. I believe I can fly. Wo ist er? Da ist er. Kletter mal hier hoch. Ah, das ist schon geil. Also das macht Spaß mit dem Fliegen. Das ist echt cool. Der ist richtig gut umgesetzt, ne? So, ja, das ist ein sehr geiler Multiplayer. Und jetzt wird die Zone, das was jetzt weiß ist, darauf schließt sich jetzt quasi das rote Viereck. Und jetzt warte ich mal kurz hier in der Ansicht. Dann seht ihr jetzt gleich, danach wird gesagt, wo die neue Zone ist. Und wir müssen halt immer gucken, dass wir da drin bleiben. So, die verkleinert sich jetzt. Das sieht aber gut aus. Genau. So, ja, wir sind immer noch ganz gut aufgestellt. Aber ich gehe mal zum Silo rüber von Farmlands. Komm mit. Weil da ist was abgestürzt. Und ach, diese. Ist das jetzt schon eine Lieferung oder ist das. Ja, musste. Pass aber auf. Ja, ich habe noch kein Flugzeug gehört. Also die wird noch nicht da sein. Da werden sich jetzt alle drauf stürzen. Das ist noch eine Drohne von unserem Absturz, ne? Ach, hier ist noch Energy. Da haben wir noch Energy. Fully of Energy. Sind schon welche raus, ja, ne? Guck mal, wir sind nur noch 10 Stück insgesamt. 8 sind schon raus. Ist gar nicht mehr viel, ne? Nee, wir können schon sein, dass wir mit das größte Team sind. Ich höre Schüsse. Oben auf dem Windrad. Ja, ich gehe mal in Deckung Scheiße, von da oben. Was hat denn für eine Knarre? Habe ich eine Banane? Ich habe eine Banane. Ich muss eine Banane essen. Ja, da treffen wir den doch eh nicht. Runter, er fliegt runter. Da oben treffen wir den eh nicht. Nee, kriegst du nicht. Er fliegt da immer noch rum. Der ist jetzt, glaube ich, unten auf das Ding drauf. Hey, ja, da steht... Ja, er fliegt runter. Ich brauche noch Muni. Er kommt näher. Okay. So, hier haben wir noch. Jetzt ist er ganz unten. Sieht ihn jemand? Nee, ich bin gerade noch am Looken. Oder? Ich bin da auf dem Dach. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. 30 Seconds. So, ich versuche mal das Silo von hinten. Ja, mach mal das Silo von hinten. Ja, er kommt. Ich markiere euch. Ich komme. Ja. Okay. Da ist er. Hab er euch markiert? Ja. Wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Er läuft weiter rechts rüber von dem Standort, den ich mal gehört habe. Auf der 270 ist auch einer. 270.
ist down. Jawohl, gut gemacht, Chris. Ihr seid so weit weg, ich muss mal ein bisschen zu euch fliegen. So, da kommt das Nachschubpaket. Oh, die Zone kommt. Oh, wir müssen. Ja, Nachschub, aber der ist weit weg. Genau. Nachschub. So, ja, die Zone, die shrinkt jetzt gerade. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie rein. Da ist einer auf der. So, da können ich wir. Ich versuche von links ihn einzukesseln. Kann jemand markieren? Oh. Da müsste gleich down sein, die beiden. Da hinten kommt nochmal ein Dreier-Team. Da hinten kommt nochmal ein Dreier-Team. Da haben wir keine Schnitte. Das ist ein bisschen viel. So, aber hier sind wir, wo der Doc ist, da sind wir ganz gut in Deckung. Und in der Zone vor allem. Scheiße. Ja, komm hier, wir sind hier, wir haben einen guten Platz in der Zone. Wieso läuft denn der jetzt? Pass auf, hin! Jetzt. So, ich hab den angeballert. Oh, hier ist einer. Ich bin da. Scheiße, der ist weggeglitscht. Ich muss hier weg. Ich bin erlebt, schon. Ist down. Wir hatten gekillt. Ich bin bei dir. Zweite ist gleich down. Nein, ich bin down. Scheiße. Verdammt. Wir haben einmal gehittet. Warte mal, ich komme mal hier in Deckung. Vielleicht kann mich einer wiederbeleben. Shit, ich bin tot. Chris ist der Einzige, der noch lebt. Ah, war der Einzige, der noch lebt. Verdammt. Die haben nicht mehr viel Energie gehabt. Ja. Oh, aber guck mal, zweiter Platz. Wir waren das letzte Team, war noch. Ja, ist für einen ersten Durchlauf doch gar nicht schlecht. Ich gehe mal zurück zum Squad. Bis gleich. Ja. So, dann gucke ich noch mal in den Chat. Vielen Dank, Inrouder Sodom, für deine Spende. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, dann immer bitte @Zockstube schreiben. Dann sehe ich auch, dass ihr mich meint, weil sonst der Chat, der ist relativ lang. Da weiß ich gar nicht, wann fragt ihr mich was, wann schreibt ihr untereinander. Deswegen immer gerne ab @Zockstube, dann wird mir das direkt gelb angezeigt und dann weiß ich Bescheid. So. Patrick, ich bin da eine Minute ganz kurz weg. Ihr könnt euch aber ganz kurz über das Spiel unterhalten. Ich tut mir leid, familiäre Sache, ich muss mal ganz kurz. Alles klar. Na klar. Alles klar. So, dann kann ich noch mal einen ausführlicheren Blick eben in den Chat werfen. Zitrone ist jetzt sauer, schreibt einer. Sehr gut. Nein, der Gewinner wurde noch nicht bekannt gegeben. Das dauert noch eine Sekunde. Auf der Quest 1 kann man die Gegner ja auch erkennen in der Ferne, aber natürlich nicht so gut wie auf der Quest 2. Chris, was hast du für einen ersten Eindruck von dem Spiel? Wie gefällt es dir? Also ich finde es mega. Also es ist knacke scharf, die Texturen sehen geil aus und der Comic-Look. Also es ist so eine Mischung aus PUBG und Fortnite, kannst du sagen. Und beide Spiele mag ich und ich liebe Battle Royale. Und du bist gerade ein bisschen dumpf. Ich höre dich sehr dumpf. Ach, warte. Nee, ist immer noch sehr dumpf. An der Dampfe bin. Warte. So, okay, jetzt ist besser. So. Ja, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Jetzt verstehe ich dich auch wieder. Also, wenn es ein Cross-Titel ist, der mit allen Plattformen miteinander auf einen Server gespielt werden kann, das Spiel wird überleben, hoffe ich. Ja. Also, ich sag mal nicht, dass es nach 2 Wochen leer sein wird. Nee, denke ich auch. Es hat einen riesen Fun-Faktor. Also das muss man echt sagen. Und im Moment sind ja auch genug Spieler da. Dadurch, dass man mit dem, ich sag mal, englischsprachigen Raum auch gemischt wird. Das, was dann einerseits ein Vorteil ist, ist aber auch andererseits ein Nachteil. Weil wenn man dann mal alleine spielt, man ist immer in diesem Dreierteam unterwegs. Also es gibt jetzt keinen Einzelspieler oder so. Und dann wird man auch mal mit englischsprachigen Leuten zusammengemischt, was dann natürlich nicht so cool ist. Nee, das müssten sie noch ändern. Ja, Basti HD, die Quest kann man einfach in Deutschland kaufen, also über Amazon Frankreich kaufen und dann normal nutzen. So, und der Doc ist wieder da, dann lade ich dich nochmal neu ein. So, irgendwie ist er rausgeflogen. Ist er schon wieder? Bin weit weg. So, da. Da ist er. Und dann da bin ich wieder. Mach ich direkt mal ready, dass wir in die nächste Runde starten können. So. Also die erste Runde war es echt top. Kannst nicht mehr. Ja, gehen. Ja, schön wäre, wenn wir in dem Stream einmal den Sieg schaffen würden. Aber Platz 2 ist ja schon gut. Ja, ist ja schon gut. Puh,
Sorry. Nee, macht überhaupt nichts. Ich bin gerade Treppe rauf, Treppe runter gerannt. Ich atme jetzt ein bisschen schwer hier. Ja, wir haben auch gerade Kilometer gemacht auf der ersten Map, ne? Darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Mhm. Und wie? In meinen 8 Quadratmetern hier habe ich aber einen Kilometer gemacht. Ja, man müsste. Ah, jetzt hört man mich wieder nicht, aber man müsste ja tatsächlich mal zählen, wie weit man in VR gelaufen ist insgesamt. Also ich glaube, da kommt schon ordentlich was zusammen inzwischen. Ich höre, der Sound des Spiels ist ein wenig laut. Finden das mehrere? Bezieht sich das nur auf den Sound des Spiels oder auch auf die Voice-Lautstärke von den Kollegen? Ich liebe dich. So. So, da hinten sind die beiden. Das ist halt ein bisschen nervig. Dieser Wechsel, ich hätte das gerne auf dem anderen Trigger gehabt. Das zum Bauen. Ja, dass man immer die Waffe weglegen muss. Da ist ja schon, ne? Die Map. Ja, hallo. Ja, ja, das ist ein bisschen. Hallöchen, Schätzlein. Boah, Chris. Nur der Spielsound. Oh, oh, oh. Geh doch mal raus, du Bastard, in den Küssen. Alter Schwede. Das ist ein ganz intensiver Moment. So, dann guck ich mal eben. Oh. Mach mal die Spiellautstärke ein bisschen leiser. Genau, guck mal. Keine Arsch in der Hose, du. Guck mal, ob das so klappt. Ich habe mal auf 80% gemacht. So. Sehr schöne Hose. Was hast du da? Ist das, ja, was, das sieht aber auch komisch aus. Ich will da jetzt auch gar nicht so genau hingucken. Ja, das sieht sehr komisch aus. Ne? Ja. Als hätte er in die Hose gepinkelt ein bisschen, ne? Der hat doch in die Hose gepinkelt. Ja, warten wir mal. Was steht denn bei euch? Wie viele Sekunden, dass es noch dauern soll? Sind noch 5. Ja, wir sind noch nicht. Einer muss noch joinen. Dann läuft der Countdown wieder. Im Moment sind wir nur 17. Und wir brauchen in jeder Partie sind 18 Player halt. Kann man sich bei dem Spiel eigentlich nur ducken oder kann man sich auch hinlegen? Ja, du kannst dich in Real Life hinlegen, dann liegst du auch im Spiel, ne? Je tiefer du runtergehst. Na, das geht. Ja, leg dich hin, komm. Das geht, glaube ich. Oder? Ja, pass auf. Nee, ihr kniet nur. Ich liege. Ihr kniet nur. Okay. Ihr seht gerade aus, als würdet ihr im Wald sein und ein Ei legen, ehrlich gesagt. So, wir sind 15. Los geht's. So. Juli. Julis. Wo wollen wir hin? Boah, der ist wieder ohne mich abgeflogen. Oh nein, wo wollen wir hin? Scheiße. Weiß noch gar nicht. Wollen wir mal Komplex 76, kenne ich gar nicht. Da war ich, glaube ich. Da war ich auch noch nie. Dann lass doch mal dahin. Ist doch spannend. Ja, mal gucken, ob die, was jetzt passiert, wenn die Map kleiner wird. Na komm, 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 komm. Ja, passt. Jawohl. Ja, dann. Steigen wir aus. Wow. So, man kann dann sich auch runterfallen lassen mit dem Teil, aber auch vorher abspringen und dann hier so ein bisschen die Position sich besser aussuchen, wo man sein möchte. Ach, guck mal hier. Nein. Ich will da hoch. Ja. Das ist sehr, sehr cool am Spiel, dass man halt überall hochklettern kann. Ja. Oh, was für eine Scheißwaffe. Die will ich gar nicht. Oh, ich hab hier ein ganz gutes Rifle gefunden, lila. Oh, hier oben sind nur lila Waffen. Wie geil ist das denn? Oh, ja, Energy. I'm fully of energy. Boah, das ging schnell. Nein, 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 nein. So, Muni sammeln, nein, Schild sammeln. Nein, ich bin nicht fully. So, wir sind noch in der Zone. Wir sind sogar noch in der Zone. Ey, wie genial ist das denn? Sehr cool. So, immer aufpassen mit Fallschaden und so. Und auch wenn ihr so schön fliegen könnt, Fallschaden ist hier nicht ausgeschlossen bei dem Spiel. Man kann sich auch mal geschmeidig zu Tode stürzen. Eine 2-Sternchen-Waffe. Besser als gar nichts. So, und ihr könnt eure Energie aufladen, indem ihr. Hier oben ist auch noch eine Schrot, wenn ihr, aber keine besondere jetzt. Ihr könnt die Energie auch aufladen, indem ihr eine Banane esst oder eine Dose trinkt. Der Unterschied ist, wenn ihr eine Banane esst, kriegt ihr die Energie sofort. Und bei einer Dose ist das so, dass... Ich rede gerade nur mit dem Chat, also ich weiß, ihr wisst das.
Wenn ihr eine Dose trinkt, dann so nach und nach. Banane sofort. Banane sofort? Banane sofort. Die gibt sofort rein. Banane sofort. So. Banane. Wolle. Banane. Wolle Banane. So. Banane. Ich höre Schüsse. Banane. Ernsthaft? Hey, aber das sind doch keine guten Waffen hier. Ich will wenigstens eine Purple. Ich habe einen Stern. Ich will eine Purple. Du und dein verschrobenes Anschlussdenken. Purple. Ich will eine Purple. Purple Rain. Purple Rain. Aber wer hat denn hier die ganze Energy, the Fully of Energy geklaut? Ja, ich glaube, ich habe da. Hier ist nichts mehr. Ich habe 40%. Wer hat denn da ich jetzt 100 80. von euch? Ja. Ich bin auf 80. Ich bin auf 90. Ich habe mir alles geklaut hier. Ja, hier gibt's auch nichts mehr. Alles weggelootet. Das heißt, wenn die Leute den Loot von hier wollen, dann müssen die halt aus unseren toten, kalten Fingern holen. So. Oh, Purple Weapon. Purple Weapon. Ach, ihr seid schon da. Okay. So, man kann auch immer mit einer Hand klettern. Normalerweise ist das, glaube ich, für zwei Hände vorgesehen. Mhm. Aber mit einer kann man sich hochziehen, dann schwebt man noch so ein Stückchen weiter. Oh, Gegner, vor uns. Wo? Hat jemand jeder Schild rum? Ich hab markiert. Sie laufen da hinten durchs Haus, sie haben uns noch nicht bemerkt. Ja, dann lasse. Sollen andere. Wollen wir sie sein lassen oder angreifen? Wenn die uns nicht gesehen haben, dann lass es sein. Auf 135 ist einer lang geflogen, ist auch noch weit weg. Wenn die uns nicht gesehen haben, dann sollen nur andere das übernehmen. Wir nehmen nachher die gedamagten Gegner und gutes. Oh, ich höre Schüsse. Oh, das war. Ja, der ist beim LKW. Der ist bei 180, der genau, beim LKW. Ja. Ja, da aus dem Haus kommt einer, sehe ich. Ja, der hat mich nicht gesehen. Wir sind... Oh, die machen sich gerade selber fertig, Chris, dann, ne? Chris, schrei doch gleich, wir sind hier. Ein Schuss down. Ich geh mal rüber. Komm mit. Hier ist auch noch Schild, Doc. Ja, habe ich gesehen. Also beide sind aber fast über der Hälfte angehittet. Die brauchen nicht mehr viel. Ich schmeiß noch eine Granate hin. Wo sind die denn im Moment? Die waren gerade unterm LKW und jetzt? Die waren beim LKW. Ah, die sind immer hinterm LKW sind sie. Da oben auf dem Haus. Oh, immer noch hinterm LKW. Ich glaube, die kommen von hinten. Ja, das ist hier mal gar nichts auf Distanz, die Waffe, die ich habe. Das ist ja Krampf, ey. Okay. Zone geht hier lang. Ist der da oben? Ja. Auf unserer Butze? Nee. Nee, anderes Haus drüben. Der läuft genau auf das Gebäude zu. Da drüben ist er. Rechts von euch. Rechts, Chris, du läufst auf ihn zu. Hier Wiederbelebungsaktion läuft. Hau aus, ich hab eine Granate. Granate fliegt. War zu tief. Ich geh ihn von hinten an. Hier, ja, ich komm. Jawohl, doch, super geil. Die haben goldene Waffen, du. Aber hallo. Ist down. Ja, dann nehme ich mir mal zumindest. Warte mal, brauchst du die hier, die goldene? Nee, ich hab schon. Oh, Zone. Oh, Wand kommt. Zone. Ja, aber ich hab no Fully of Energy mehr. Ich bin Scheiße. Sowas von tot. Ich belebe dich wieder. Ich versuche. Hier ist noch. Da rechts. Ist Arno. In die Kiste hier. Jawohl, ich hab ihn gemacht. Nice. Das müssen wir mal gucken. Ich warte noch eben, ob da einer hinkommt. Ja. Da vorne habe ich noch mal einen angehittet. Und Dose nehme ich auch gerne. Okay.
10, ja. 10, 10, 10. Bin noch im Auto. Ne? Ja. Ah, oh, der steckt aber ein hier, ey. Da seid ihr? Ich, oh, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Ich komm zurück. So, hier hab ich noch was. Ja, scheiße, wir müssen los. Hilfe? Zone. Er hat aber kein Schild mehr. Ja. Ein, das ist der letzte. Ich bin hinter los, euch. Den krieg ich mal. Los. Ja, komm, dann können wir ein bisschen offensiver vorgehen. Ja. Aber bleibt zusammen, dann hat er weniger Chancen. Ja. Ja, der ist außerhalb der Zone. Nein, der ist außerhalb der Zone. Ich mach ein bisschen Druck. Ja, der soll in der Zone sonst verrecken. So, boah, ich hab hier echt ein Muni-Problem. Ey, ich hab noch, ich hab noch. So. Ich hab auch ein Munitionsproblem, nur 21 Schüsse. Der darf halt nur nicht... rauskommen. Genau. Wieso bin ich tot? Du bist in die Nein, Zone gekommen. Nein, der hat mich gehittet. Der hat mir einen Headshot gegeben. Nee. Ja, sicher. Was ein Lutscher. Wie lange überlebt der in der Pass auf, Scheiße, ich geh Zone. Zu dem hin, ich guck mal, was bei dem läuft. Nein. Jawohl! Jawohl! Sauberes Ding, jawohl. Sauberes Ding. Aber gut durchgezogen, ne? Jawohl! Sehr schön. Geiles Ding. So, dann guck ich noch mal eben, ich gehe zurück ins Quad und guck noch mal schnell in den Chat. Ja, mach so, das. Leute, ich habe es hier gerade klingeln gehört. Das ist mein Timer oder mein Tool dafür, dass Abos dazu gekommen sind. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Waffen und Items kann man droppen, Cyber-UP. So, ein zweites Spiel ja, direkt gewonnen. Das ist doch eine richtig, richtig gute Quote. Oh ja, auf jeden Fall. So. Wieso kriegt man keine Erfahrungspunkte, wenn man hier so zu dritt spielt? Was ist denn da los? Klar, ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Ich auch. Ja, aber bei mir zählt da nichts zusammen. Sonst macht er immer so eine Animation, wo man so sieht, so dam, 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 genau. Nächstes Level erreicht. Ja, vielleicht oder hast so. Du nicht das nächste Level erreicht. Nee, habe ich nicht. Aber normalerweise kriege ich trotzdem eine Animation. Aber egal, ja. Ist egal. So, Dankeschön für die Glückwünsche. Wir starten direkt die nächste Runde. Ich guck mal, habe ich irgendwas überlesen während der Ladezeit? Nee, scheint nicht so. Ich habe keine Frage, Leni, das freut mich. Ed, schreibt sie noch. Hoshi meint, Bananen sicher in die Zone gebracht. Geiler Spruch. Ja, richtig. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es ruckelt. Ruckelt es bei allen so? Ist das hier gerade ein bisschen... Bei mir hat es vorhin wirklich auch geleckt, das Ganze. Nee, ich habe nicht gemerkt bei mir. Also. Nee, ich meine jetzt im Stream schreiben die Leute das. Dass der Stream ein bisschen ruckelt. Ich meine, nicht, dass ich da was machen könnte gerade im Moment, aber wie ist der Akkustand? Ja, da muss ich mal eben gucken. Der Akkustand ist momentan auf, na komm, 73%. Wir haben noch was vor uns. Okay, jetzt gehen wir mit der Deutschrinker. Ja, Deutsch. Hallo, ja. Hallo? Da kam gerade jemand auf mich zu. Doc, du musst das mal, du musst da mal vermitteln. Da sagt jemand zu mir, endlich jemand, der Deutsch reden kann. Ja, auch, ja. Sag mal, du hast eine Spende bekommen. Hast du das schon gesehen? Ja, ich hab das gesehen. Das ist schon ein bisschen was her von Inrouder Sodom. Danke, danke. Ja, Alex, geht auch nicht. Mega, mega cool. Ja, Spenden sind natürlich eine mega coole Sache, worüber ich mich total freue. Die auch so ein bisschen helfen. Ach, die Kosten einfach unter Kontrolle zu halten. So, wo fliegen wir? Schon wieder war das Spiel 2 Euro günstiger. Ja, wirklich, ist ja so, ne? Guck mal, wenn ihr, jedes Spiel ist halt teuer. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich von Oculus alles bekomme. So, was haben wir? War das jetzt gerade ein Schweizer, den du hier hattest? Ich weiß nicht, hört sich bayerisch an. Ja, Deutsch. Bayerisch. Deutsch. Nein. Weiß nicht. Was denn? Vielleicht sind wir da, nee, wir können ja nicht in der gleichen Gruppe sein. Nee. So, schnell, meine Hasis, wir schnell, haben eine schnell, gute schnell, Quote, schnell. Wir haben eine gute Quote, ihr Süßen. So, Refinery direkt oder Complex 76? Was sagt er? Wollen wir mal Refinery? Nee, Raffinery, waren wir da nicht schon? Weiß ich nicht. Da waren wir gerade. Waren wir nicht gerade komplett, ja, oder Defiance sonst? Ich finde das, ich will weiter. Wohin denn? Defiance, okay, Defiance. Alles da. Dann okay. Steige ich aus. Oh, guck mal, die Zone schrumpft auch gerade so in die Richtung. Ja, ist doch super. Besser, wir fliegen nach drüben.
Boah, Alter, ich kriege hier wirklich, Nervenkitzel, wenn ich hier niederfalle. Ey, das ist wirklich... Wenn du niedergehst. Ich gehe nieder. So, gute Waffe ist schon am Start. Lilla läuft. So, hier, schön Döschen. Ich habe übrigens den Tipp gekriegt, ihr müsst nicht immer B gedrückt halten oder die Taste, um die Waffen zu wechseln, sondern wenn ihr da einmal kurz drauf tippt, dann habt ihr das Schnellwechseln zwischen den einzelnen Items. Ja, aber da ist das Problem, dass du dann zweimal eine Banane und eine leere Hand hast irgendwann. Ja, wenn du eine Banane in der Hand hast, ist ja schon mal nicht mehr... Hand, Waffe. Alter, Schweinkram hier wieder, das ist ja unfassbar mit euch. So, wo seid ihr denn? Da, da ist der Chris. Ich bin relativ weit weg, glaube ich. Da oben bist du. Ich wollte mir noch ein bisschen Fully of Energy gerade holen. Du bist mir auch so ein Fully of Energy. So. Aber hier gibt's nicht viel Schönes. Nee, leider nicht. Ihr seid ja da hinten. Ja, eben, drum bin hier ich. Hier ist eine Sniper, Chris, aber nichts Besonderes. Ja, ich guck mal, ob ich hier noch was hab. Nee, ist ein Sniper, die nichts Besonderes ist, musst du nicht nehmen. Du musst nicht, wenn du nicht möchtest. Zwei Sternchen AK, nehmen wir gerne. Kann man machen. Schön mit Flammenmuster drauf. Kann man machen, aber die Zone, die kommt. Aber wir sind nicht ganz in der Zone. Ich gehe jetzt hier nochmal eben aufs Dach. Guck mal, ob ich hier noch was finde. Ich hoffe, hier komme ich überhaupt aufs Dach. Sonst werde ich hier... Oh, Purple Weapon. Ja, geil. Ja, ich... Oh, scheiße, ich... Banane? Nee, Banane will ich jetzt... Sind da welche? Soll ich kommen, Chris? Oder ist geht noch? Hält sich zurück. Ich komme zu euch. Ja, da fliegt er noch. Aber ich hau ab. Ah, ich sehe auch direkt vor euch. Komm wieder zurück. Enemies. So, Zone kommt. Wo seid ihr denn? Da unten. Warte mal, da ist Chris. Ich komm von hinten. Ich will nicht. Ich komm von hinten, alter Schwede. Bin noch am Looten. Looten und Looten. So, ich geh mal hier in das Haus, was gerade noch in der Zone ist. Ich flieg durchs Fenster rein. Junge. Boah. Ey, das hat echt funktioniert. Das geht, ja. Geil. Ich weiß. Das ist Hammer. Das ist hammergeil. So, hier ist eine vernünftige Sniper. Die nehme ich mir direkt mal. Für diese hier. So. Einmal durchladen. Und dann wieder zurück zur Waffe der Wahl. Sag mal, ich habe 100. Hört man das gerade bei mir übers Mikrofon? Ich höre nichts. Wie bitte? Das ist geknackt. Nee. Meine Quest knarzt gerade wieder, trotz Umbau. Oh, nee. Doch, leider. Dieses Spiel hat sie kaputt gemacht. So, ich habe eine Sniper. Da ist ein Gegner 180 im gegenüberliegenden Haus. Genau auf 180. Ja, da stehe ich gerade. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Hast du? Ich sehe ihn auch nicht. Wo das Fenster kaputt ist, da ist er gerade. Ach, da unten. Ja. Müssen wir auch mal reingehen? Nee. Da, oberer Stock, erster Stock rechts, über dem kaputten Fenster. Wer schießt da drauf? Ich hab nicht geschossen. Ich hatte einen Sniper und ich meinte ihn zu sehen. Da oben, er ist auf dem Dach. Ja, oben auf dem Dach. Oh nein, die Zone schrumpft. Ja, wir müssen. Na, dann mal schnell weiter. Ich gehe hier oben. Ich gehe mal eine Etage höher als machen er. Machen fertig, er ist auf dem Dach. Oh. Jetzt muss man ein Stückchen laufen. Scheiße, er ist im Gebäude und ich scheiße, der. Links oder rechts? Keine Muni. Links oder rechts? In dem Gebäude, vor dem du stehst. Hinter dir eigentlich jetzt. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Gut. Er ist tot. Super. Weiter geht's. Da ist ein Gegner. Kommt. Auf 225. Ah, hier ist was explodiert. Ja, das ist der Gegner hier. Der ist hier. Ach Scheiße, hinter uns war einer. Ist down. Ja, ich gehe mit, ich komme mit, ich bin tot. Doc ist auch hin. Scheiße, warum bin ich jetzt tot? Werden mich jetzt erledigt? Nein, verdammt! Wie schnell ging das jetzt? Oh. Verdammt! Knappes Ding. Verdammt! Knappes Ding. Sechster Platz, Alter! Das da, also. Jetzt, wir hatten gute Waffen. Aber das war das Einzige. So, was schreibt ihr denn? Oh, Noobsplay, vielen Dank für die 3 Euro. Das freut mich sehr. Danke, danke. So, ja, Buddy, das Spiel, das hat einen Baumodus.
Das Spiel hat einen Baumodus, aber es wird noch nicht so aktiv genutzt wie bei Fortnite, wo man da wirklich zig Festungen hat. direkt ready? Nächste Runde, wa? Mhm. Ready, alles klar. Ready. So, dann gucke ich nochmal weiter. Ist das der Deluxe Audio Strap mit Batterie? Nee, Carsten, mein Deluxe Audio Strap mit Batterie kommt am Mittwoch. Dann werde ich das direkt für euch testen. Da wurdet ihr mal richtig auseinandergenommen. Ja, toll, Cyber-UP. Danke für die Info, habe ich selbst gemerkt. Ja, das war. Aber wir, war er es gerade persönlich? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er uns so richtig auseinandergedübelt. Dankeschön, Stefanie. Ja, über ein Däumchen nach oben würden wir uns natürlich sehr, 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 sehr freuen. So. Ja. Ey, da oben würde ich auch mal gerne raufklettern. Mal gucken, was da so ist, weißt du? Da oben ist gar nichts. Bist du sicher? Ich war da mal oben, da war nichts. Bist du da drauf gekommen? Direkt vom Start aus, oder was? Schluss, Alter! Oh, die gehen mir ja auf den Sack in dem Ladebildschirm, ne? So, ich geh mal hier. Komm mal her. So. Das ist ein, die sind ein Ticken nervig, also muss man echt sagen. So. Los geht's, Leute. Mach schnell. Go, go, go. Jetzt ging's los, aber schnell. Los. Ja. Mach die Tür auf. Die Amis werden langsam wach, da geht es schneller. So. Wo wollt ihr? Doc, sag mal was. Cemetery willst du mal oder Outpost Hill oder. Worauf hast du Bock? Oder da oben, Dead River. Eigentlich wäre ich ja mal gern hier. Ja, da, hier dann machen wir das. Ja, Foothills. Machen wir. Ach, da, guck mal, da kann der Doc die Markierung setzen und wir sehen die da auch quasi, wenn wir hier aus dem Fenster gucken. Dann gebe ich mal Gas dahin. So, ein bisschen fallen lassen. Guck mal, hier sehen wir auch unseren. Müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen schweben. Ja, das könnt ihr dadurch machen, dass ihr so die Arme auseinander habt. Das ist richtig geil gemacht, oder? Wie findet ihr das? Ja. Ach scheiße, das liegt. Ja, aber ich hätte gerne gehabt, dass es auch ein bisschen schneller vorwärts gehen könnte. Weißt du, dass man sich nach vorne lehnt, die Arme nach hinten, ja, dass er schneller vorwärts fliegt. Ich werde hier mal die Raffinerie oder so die Fabrik bisschen looten. Ich bin ein bisschen weit hinten abgesprungen. Scheiße. So, und durch dieses Schild, das ist quasi wie so ein zusätzliches, ja, wie so ein zusätzliches Energieschild, bevor die Schüsse an eure Energie gehen. Und das ist unten der blaue Balken. Und den könnt ihr durch diese Dosen hier, sag ich mal, durch diese blauen Dosen, die ich hier die ganze Zeit futter. Aufstocken. Ja, oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht, was das genau ist. Wir sind in der Zone, das ist gut. Das ist gut. So, Rucksackplatz, hier kriegt ihr einen zusätzlichen Rucksackplatz dazu. Ich glaube, auf dem Dach war nichts da. Kann ich besser nochmal, nee, hier war nichts. So, wieder zurück, gucken wir uns mal die, das Untergeschoss. Ja. Ach, Scheiße. Oh, hier ist ja gar nichts gerade. Ich bin voll ausgestattet. Du bist schon fertig? Krass. Du bist jo voll ausgestattet? Ja, ich bin ein bisschen weiter zurück abgesprungen. Ich habe es zu spät gesehen. Also richtig dolle sind hier nicht, aber man findet schon was. Ich brauche ein bisschen. Ich habe nur 30 Schüsse gerade hier. Das ist. Einmal zum Friedhof. Wo ist dieser scheiß Friedhof gewesen? Da war so viel in der Kirche. So, ich brauche gelbe Muni. Kann man sich schon mal merken. So. Wenn ihr irgendwo gelbe Muni seht und die nicht selbst braucht, wäre ich sehr dankbar für einen kleinen Hinweis. 5 Euro. Ja, machen wir dann nachher, ne? Ich höre hier Schritte bei mir. Wo bist du? Oben auf dem Dach. Ach so. Ja, ich war da gerade noch. Ach, da oben, nee, da. Ui. Okay. Doc, wo hast du hier schon abgegrast? Hast du hier den Turm schon abgegrast? Hier sieht alles schon so ein. Nee, war ich noch nicht. Okay, dann geh ich da mal hoch. Ich habe wirklich bloß die bodenebenen Sachen gerade abgegrast. Nach oben bin ich noch gar nicht. Gehen wir mal nach oben hier. So. Oh, nein. Nein. So, oh. Scheiße. Hoch hinaus. Ja, von hier oben hat man vielleicht ein bisschen Überblick. Gelbe Muni? Ja. Hier ist gelbe Muni. Wo bist du denn? Da, warte mal, da ist der Chris. 270 ist ein Gegner. Der kommt jetzt beim LKW lang.
270 da. Kommt er auf uns zu? Ich bin hier ganz oben. Ich weiß es nicht. Doc, wo bist du denn? Warte mal. Ach, da hinten bist du. Außerhalb des. Ja, der klettert gerade einen Turm hoch. Hier den roten oder was? Ach, da, ich sehe ihn. Ja. Lassen wir den oder ich habe hier von. Sonst komme ich eben rüber. Ja, er geht in die Fabrik rein. Ich komme rüber, Chris. Machen wir den. Das scheint allein zu sein. Ja, Home Alone hier. Kevin ist das. Shotgun. Mach Shotgun. Unten sehe ich ihn nicht. Hier oben ist er auch nicht. Bestimmt vorbeigelaufen. Bist du sicher, dass der nicht sich hier irgendwo versteckt? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Gelbe Muni hier oben. Ach, super. Warte mal, hier habe ich auch gelbe Muni. Komme. Hat jemand eine Scheibe kaputt gemacht? Ich Nein. Eine Scheibe kaputt. Eine Tür war das, oder? Nehmen wir eine Scheibe. Ach, hier ist eine Scheibe, ich habe eine Tür gehört. Da ist gelbe Muni, danke Doc. So, Schüsse draußen. So, wir müssen uns auch bewegen. Ja. Ne, bis jetzt sehe ich nichts. Ne, ich habe da draußen Schüsse gehört, in der Richtung. Gehen wir hier zum Turm rüberfliegen? Können wir machen. Oh, gelbe Muni, sehr schön. Ach, du brauchst auch Chris. Oder ist das. Ja, ich hab. Okay. Hier ist noch ein Rucksack, wenn noch einer. Brauche nicht, danke. Ja, gerne, wo? Ah, das ist mir zu weit weg. Da traue ich mich jetzt nicht mehr hin. So, ist da hinten irgendwo. Okay. Einer? Ja, wenn da einer ist, dann bin ich ja der Letzte, der da steht und fertig. Ja, hier ist ganz schön freies Feld, wo man langlaufen. So, hier oben ist jetzt. Hier oben steht man auch wie ein offener. Sollte keiner kommen, oder? Hier steht man echt ungeschützt in dem Turm. Das ist nicht schön. Ja. Ich komme. Auf 270, zwei Gegner. Auf der Straße? Ja, ich sehe ihn auf der Straße. Lassen wir? Haben die uns gesehen? Lassen wir. Die sind gerade gegen zwei Gruppen. Rot, blau oder. Ach, da hinten, ja, da schwebt der. Ich sehe ihn. Ja, der rennt links hoch. Ne? Einen Schuss habe ich abgekriegt. Scheiße. Aber der spielt voll alleine da hinten. Ich gehe mal auf ihn zu. Der ist doch alleine. Der hat mich voll erwischt. Da rechts ist noch einer, da kommen mehrere. Vorsicht! Doc, zieht euch zurück, da kommen noch welche. Zurückziehen? Was heißt, ihr geht nach vorne und soll mich zurückziehen? Ist down. Okay, zurück. Ja. Mal gucken, ob da kein Video belebt. Doch, da ist noch einer. Ich schmeiß eine Granate. Warte mal, ich hab noch eine Sniper. Was ist das denn? My sun is now shrinking. Okay, Battle Zone is shrinking, wir sollten. Ja, ich komme. Zwei Gegner, einen sehe ich, zweier. Ja, auf der Straße. Ja, ich warte auf sie. Hat noch jemand Granaten? Nee. Nein. Granate? Boah, scheiße. Oh, scheiße. Hinter mir, also bei mir. Im Turm hinten. Nein. Ich muss nachladen. Boah, der baut sich hier eine Festung auf. Verdammt. Ist down. Zweiter ist auch down. Ja. Doc ist der letzte von denen. So, auch down. Jawoll. Scheiße, von hinten. Schnell. Scheiße, Zone. Oh. So, ich habe hier noch eine Platte gemacht. Scheiße. Verdammt, ich bin tot. Sind wir beide tot? Sind wir alle tot? Feuer rüber, so. Ja. Verdammt. Zweiter Platz, ja. Komm, ist nicht schlecht. Ja, das ist gut. Damit kann man leben, denke ich. Boah, ich bin hier durch den Raum gerannt. Ich habe voll die Orientierung verloren. So, ich will mal wissen, wie viel habe ich denn. Was? Squads total. 3 Kills. Das ist für mich verdammt gut. So. Dann wieder zum Squad. Bis gleich. So, was ist im Chat los? Lost in VR. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit dem E-Lightstrap funktioniert. Kann ich momentan noch gar nichts zu sagen. Das wird sich dann zeigen. Ich bin ja hier im Studio.
Und unter der Decke. So, was haben wir denn noch? Mit dem E-Light-Strap kannst du nicht mal hochziehen zum Chat. Gibt es da eine Kirche? Ich glaube, hier gibt es eine Kirche in dem Spiel, Doc. Hier gibt es eine Kirche und die Kirche wäre der Hammer. Friedhof und Kirche. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es irgendwo da ganz in der Ecke von der Map gewesen. Okay. Ja. Finden wir schon. Genau, dann suchen wir die doch einfach mal. So, ja. Sehr schön. Ready. Ah, Moment, ich bin gleich weg. Ja. Bin sogar noch ein bisschen Luft reinlassen hier. Bin auch ready. Ja, Nachladen ist immer so eine Sache bei mir. Dann bist du da in Action, dann denke ich nicht immer an Nachladen. Aber trotzdem jetzt gerade da 3 Stück geregelt, ey. Ich einfach so beim Durchlaufen, weißt du? Ich war in der... Ach so, jetzt hören die mich nicht. Ich war in der Zone, die waren außerhalb der Zone und da kann man halt so schwer rausgucken durch diese Wand. Und ich denke mal, die haben mich nicht richtig gesehen, sonst normalerweise ist das gar nicht so meine Killquote, sag ich mal. Aber ich... So. Da hinten sind die beiden. Ja, und nächste Woche würde ich dann noch mal entweder eine Umfrage anschmeißen. Eigentlich war dieses Mal ja auch Red Matter als Stream geplant. Boah, ich gehe mal eben weg, das ist ja zu laut. Eigentlich war ja diese Woche Red Matter als Stream geplant. Ich bin dann trotzdem noch mal kurzfristig gewechselt, weil eben Population One so ein heißes Ding ist. Und weil viele geschrieben haben, kannst du das nicht mal streamen. Aber ja, mich interessiert dann natürlich, was wünscht ihr euch denn für die nächste Woche? So, Doc, dann sag mal, Planes, ist das Planes? Das sieht von oben so ein bisschen... Nee, Planes ist das mit den Rohren. Ja. Outpost Hill. Man sieht es hier gar nicht auf der Map. Ja. Werden die Maps eventuell teilweise kleiner gemacht? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich... Ach, guck mal, ganz oben. Nee, oben ist Cemetery. Ja, wollen wir dann mal gucken. Observatory. Jetzt erstmal. Ja. Also, dann müssen wir mal die Augen aufhalten, ob wir dann gleich im Match den Friedhof sehen. Da ist... Ich sehe aber eine Kirche bei dem Friedhof. Wo? Da steht eine Kirche. Ach, da hinten, ja, da hinten in der Ecke. Doc, bei 270. Ah, ja, da. Können wir da hin? Oder ja, ist das blöd? Ist jetzt zu weit, denke ich. Vielleicht in der nächsten Runde dann. Das ist zu weit, ne? Ah, da kommt hier einer rübergeflogen. Hier kommt zu uns einer rübergeflogen. Okay. So, ich sammle schnell Waffen und dann gehe ich mal dem Onkel Bescheid sagen. Ach, Scheiße, der ist zu weit weg. Da komme ich nicht hin. Ich flieg durchs Fenster. Ja, und wie gefällt euch denn das Spiel? Habt ihr einen guten Eindruck davon oder ist so lala? Ich frage mal ganz offen, ergebnisoffen. Leute? Meinst du uns? Ja? Nee, ich meine euch. Achso, ne, ich find's geil, das Spiel. Also mir gefällt's richtig gut. Preis, ja, ich sag mal, ist doch ein bisschen happig. Für ein Battle Royale-Spiel. Ja. Boah, was shitty! Wie schnell geht denn das? Hier ist einer. Wo denn? Bei mir? Wir müssen das Gebäude da drin lassen. Hinter dir! Ist fertig! Hinter der Wand! Doc! Da! Oh! Ich komm, Jungs. Mann, wo kann. Oh, da war einer hinter mir, Scheiße! Hinter der Wand, Doc. Wand an. Ich hab keine Muni mehr. Hinter der Wand, Doc. Ja, ich kämpf gerade. Ja, versteck dich. Komm. Ich kann nichts bauen. Ich habe noch gar keine Materialien. Chris, ich komm. Nix. Ey, so schnell geht das ja selten. Ja, das war. Wie viele sind? Haben die geguckt, wo wir landen und sind dann da direkt hin? Ja, die sind uns einen Tick nachgeflogen. Ja, hatte ich den Eindruck. Chris, ich komm mal eben. Hier. Aber die sind direkt hinter der Wand halt. Also, ne? Warte, ich guck mal, wo. Sie bleiben noch hinter der Wand. Ich sagte, wenn sie rüberkommen. Na komm rüber, der kann uns beide gleichzeitig wiederbeleben. Ja, aber hier sind ja ist noch... Ist ja egal. Ich muss mir wieder eine Waffe suchen. Da. Danke, Chris. Gerne. Danke, Chris. Ich guck mal, wo sie sind. Ich finde auch diesen Wiederbelebmechanismus sehr, sehr geil. Ah, die sind da. Ich sehe sie noch. Ich habe nur eine Knarre, ja, aber die ich haben bin. Krasse Waffen schon. Ich bin aggressiv. Lass die erstmal laufen, die sind noch oben. Alles klar. Ja, dann wir sollten gerade erstmal gucken, dass wir ein paar Bananen finden. Bevor wir uns da nochmal auf mehr. Ja, Lagerhaus waren welche. Auf weiteres einlassen. Hier ist auf jeden Fall eine Dose Cola, die werde ich mir mal eben einverleiben.
So. Jetzt brauche ich auch mal eine vernünftige Waffe. Können wir hier Banana schön schälen. Eat the Banana. Ja, der Banana. So, hier, das ist meine beste Waffe. Ist scheiße, aber besser als nichts, ne? Ich habe so eine 1-Stern-MG. Ja, ja, ich bin auch gerade richtig kacke dran. So, hier. Oh. Wieso hast du denn das Energy-Pack-Pack hier nicht? Habe ich nicht gesehen. Ich bin voll. Ah, die sind da, die sind hier an der Satellitenschüssel oben, laufen die rum. Hier ist noch eine Soda-Dose. Ja, ich brauche nicht mehr. Wo? Wo siehst du? Ah ja, danke. Ich nehme gern. Ja, boah, wir müssen Gas geben, Leute. Wir müssen richtig Gas geben. Das ist weit. Und die kommen von der Seite, die sind links. Die fliegen links schon. Okay. Also Vorsicht, ein bisschen zurückfallen lassen, dass die, dass wir die, dass wir denen in den Rücken fallen und nicht die, die uns. Ja, ich sehe sie da oben. Oh, die Wand kommt aber übelst. Schaff mal, schaff mal. Ich höre Schritte, ich höre Schritte. Den können wir sogar, ich höre Schritte bei mir. Können wir sogar gleich erwischen. Bin ich? Ich bin das. Du bist doch hinter dir. Achso, okay. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich gehe auf den Hügel. Hier ist er direkt. Da kann ich sie mir nehmen. Ja, ich sehe ihn. Ich komme von der Seite. Hast du noch im Blick? Chris, kannst von oben kommt einer. Jawohl. Jawohl, den haben wir. Scheiße, nachladen. Schon gekauft. Die Waffe ist so kacke zum Nachladen. Oh, so, Mann. Super, einer von unten, unter der halb der Felsen ist noch einer. Rechts unten. Ja. Jawohl. Nice. Okay, ne? Kann ich mir die nehmen? Oh, ja. Nehmen. Ich brauche nur mal ein bisschen Muni. Nimm mal. Was brauche ich? Was kommt hier für eine Muni überhaupt rein? Warte mal, das ist keine MG-Muni, das ist wieder gelb wahrscheinlich, ne? Oh, guck mal da, Waffen. Hier, Schild. Also, einer nehme ich mir mal. Ich nehme ein Schild. Goldene Waffe. Nimm du dir. Geil. Leute, golden. Golden. Hier ist noch was, Chris, wenn du brauchst, eine Lilla-Waffe. Nee, alles klar, boah, wir sind. Nee, nämlich. Jetzt sind noch 10 Enemies da, ne? Wir müssen vorsichtig sein. Oh, Schüsse auf uns. Oh, Scheiße. Ich habe nicht gehört, von wo die kamen. Rechts irgendwo. Ja. Wollen wir mal in das Gebäude hier, da sind wir ein bisschen geschützt. Ja. Und dann kurz bevor die Zone da ist, weiter stürmen, dann haben wir erstmal. Oh, hier sind wir ein bisschen geschützt, sag ich, ey. Alter Schwede. Ja, aber läuft. Der Teamwork funktioniert, finde ich. Das ist echt gut. Ja. So, Nachbarhaus. Ja. Ja, da hinten in dem nächsten Haus ist die Ballerei. Hier haben wir noch, hier okay, können wir noch drin bleiben. Okay. Kommt hier rein. Das ist noch genau in der Zone. Da. Von hier aus können wir erstmal beobachten. Oh, ja, da hinten geht's ab. Schritte hinter uns. Ja. Okay. Pass auf, Chris, komm zurück. Ja, ich bin da. Ich geh mal ein Stückchen. Ah, hier! Ich hab einen gemacht. Noch einer. Nice. Goldene Schrotflinte, einmal Schild. Ja, nimm die Schild. Hier liegt noch eine goldene Schrot, ne? Nee, brauch ich nicht. Danke. Geradeaus, geradeaus. Gegenüber von uns. Wo denn? Sag mal, okay. Sag mal Zahlen. 0 Grad. Zwischen 305 und 0. Da. Ist zu weit weg. Zone. Ich seh ihn. Oh, das ist die Jägere, ne? Ja. Ja, komm, lass das erstmal die. Wir haben. Ich halte mal nach da so ein bisschen Ausschau. Aber die werden jetzt wahrscheinlich sich auch verkriechen. Da oben. Dann wenn wir auf den Turm kommen. Scheiße. Wenn wir auf den Turm kommen. Das ist ein ganzes Dreier-Team. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ich bin tot. Ja, ich auch. Scheiße. Chris. Ja, komm, wir müssen Chris hinterher. Chris verschanzt dich gut. Geschlossen von vorne. Chris verschanzt dich gut, wir kommen. Die sind zu dritt, da haben wir sonst keine. Boah, aber der Chris, der wird's echt schwierig haben. Ich brauche nur mal eine Scheißkraft. Ja, der kann uns. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, dass der uns gleichzeitig wiederbelebt. Der hat, glaube ich, keine Zeit, uns doppelt. Ich
Sie kommen von dir aus gesehen von der linken Seite. Die kommen genau aus unserer Richtung. Hier an dem Turm ist auch schon einer. Ah, die sind hier komplett. Ja, das war's, glaube ich. Ja, schade. Scheiß war's. Schade, schade, Schokolade. Ja, Leni, freut mich, dass es dir beim Zuschauen Spaß macht. Wir treffen uns wieder im Squad. So. Jo. Was haben wir denn noch? Die Quest ist halbwegs gemütlich, trifft es nicht ganz. Also ich finde die echt auch mit dem normalen Strap sehr, sehr bequem. Die drei von der Tankstelle, ja, das waren wir. Das waren wir. Alter Schwede, du hast 92 Zuschauer gerade bei mir sehen. Ich habe das überhaupt nicht im Blick. Boah, danke, Leute. 92 Wahnsinn, Leute gucken 92 zu. Leute. Alter Schwede, das ist ja geil. Dankeschön, Leute, das freut mich. Riesig, schön, dass ihr dabei seid. Der Hammer. Du sag mal, welches Level habt ihr eigentlich? Beim Chris weiß ich es, aber bei dir, Patrick, weiß ich nicht, welches Level 7. Hast du? Und bei dir? 8. Ja, aber das kommt nur vom Spielen, nicht weil ich irgendwie gut wäre, sondern mit jeder Runde, die du spielst, kriegst du natürlich XP. Alles klar. Jetzt Friedhof, falls unsere Bahn da irgendwie in die Richtung geht. Mhm. Ja, wäre mal nice. Wäre echt schön. Hat sich jemand gemerkt, wie das heißt beim Friedhof? Ja, ihr seid so oben links einfach auf der Karte. Cemetery, irgendwie sowas. Ja, Leute, auf jeden Fall mega cool, echt. 95 schreibt gerade. Von da aus, wo wir starten, war das doch rechts. Rechts war es, ne? Also ich meine, das war also... Ich meinte auch rechts. Okay, ja, kann sein, dass ich mich vertue. Ich schau nochmal. Ich hatte jetzt das Gefühl, wenn wir die Karte so vor uns aufrufen... Jetzt hören sie mich wieder nicht, dass es da ganz oben links war. Aber kann sein, dass ich mich vertue. Boah, mega. Alter Schwede. Daniel, Level 12. Ja, hammerhart. Hammerhart. Ja, gleich im Anschluss hier ab 17 Uhr, 17.15 Uhr seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen auf den Discord der Zockstube, um da auch die ein oder andere Multiplayer-Session zusammenzuspielen. Mhm. Wenn ich das hier gesammelt in dem Chat sage, hatte ich die Hoffnung, dass wenn ihr euch da im Voice trefft, dass ihr auf jeden Fall 1-2-3er-Squads zusammenkriegt und dann auch zocken könnt, wenn ihr jetzt hier durch die Spielerei Bock bekommen habt. Deswegen dann einfach mal kurz auf den Discord der Zockstube und natürlich nicht vergessen, bei den beiden Kollegen hier vorbeizuschauen, dem Chris Reality und dem Zitronenarzt. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. So, genauso wie den Link zum Discord. So, hier kannst du schön bauen. Warum sollte man jetzt hier seine ganze Energie schon verpulvern? Ich verstehe die Leute nicht. Ja, weiß auch nicht. Also sind die alle mit überschüssiger Energie gesegnet? Ja, ich glaube schon. Bestimmt. Ne, pass auf, Cemetery. Das bringt doch nichts. Ey, guck mal auf die Karte. Cemetery, das ist oben links. Das ist Cemetery. Ist der Friedhof. Genau. Ja. Ja. Auf der Karte. Ah, okay. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nicht gerade von unten links nach unten rechts fliegen, sondern irgendwie da quer drüber kommen, dann würde ich sagen, dann lass uns da mal hin, Doc, wenn du da Bock drauf hast. Ja, habe ich unbedingt. Finde ich geil. Machen wir so. Zum Schluss auf diesem Bereich schwingt. Ja. Da ist die Frage. Also wenn du da schnell wieder raus musst, dann bringt das nichts. Die Frage gerade im Chat, ob wir die Quest 2 gemütlicher finden als die Quest 1. Also ich finde die mit dem Headstrap. Mit dem Standard-Headstrap. Ach nee, ja, bietet sich nicht an, ne? Wir müssen raus. Ja, wollen wir denn da jetzt diese Runde hin? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Och, das geht nicht. Ja, scheiße, jetzt bin ich raus, weil Chris meinte, wir sollten raus. Ja, aber das ist. Ich komme jetzt darüber. Also, ich finde, dass die gemütlicher sitzt als die Quest 1. Habt ihr, wie seht ihr das? Oh, da sind schon zu viele. Da sind schon welche. Ja, das macht jetzt. Lass uns hier rum. Dann gehen wir hier in das Forschungszentrum, da ist aber auch schon einer. Keinen Sinn hier mehr. Hier unter dir ist einer. In einem roten Container. Der hat aber noch keine Waffe. Dann schlag ihn mit einer Banane. Nein! Hatte er die Waffe zuerst? Nein! Nein! Wie doof kann man sein? Wie doof kann man sein? Oh. Wo ist er? Ich hatte eine Waffe, er hatte keine Waffe und ich bin am Ende gestorben. Ey. Das ist dann peinlich, ey. Ja, der ist da noch in der Scheiße drin. Chris, ich komm mal eben rüber, ich bräuchte da mal kurz Hilfe. Ja, bei mir ist er noch. Also er ist noch drin. Ja, er ist da noch drin, der hat eine MG. Dude, also ich hab dich gerecht. Das ist super. Der ist tot. Ja, kannst du mich dann wiederbeleben vielleicht? Ja, komm, also her, ich hatte, aber, komm in Deckung. Scheiße. Ich hatte, ach guck mal, hier ist direkt eine Knarre für mich. Ich bin down. Gegner kommt auf euch zu. Ja, komm, dann machen wir nächste Runde. Wir haben echt scheiße gestartet. So, komm, der kommt rein.
Ich hab keine Munition, ich hab keine Munition gewesen, als er reinkam. Wo ist der Bananenfresser? Scheiße. So, ich mach den Bananenfresser. Ich hab ihn kaputt. So, kommt her, Leute. Ja, rette mich. Rette mich. Kommt beide hier nebeneinander. Ja, ja, ich bin. Ich bin da. Du musst einfach. So. Genau. Gleichmäßig. Mit Rhythmus. So, jetzt hat er natürlich meine Waffen. Schwingeling. Das ist der Rhythmus, wo man mitmacht. Auf jeden Fall. So, die Dose, die bräuchte ich jetzt gerade mal eben. Mir geht's nicht ganz gut. Ich habe euch nämlich mit. Ich habe selbst noch 2 Leben. Habe ich euch wiederbelebt? Ich hätte gerne eine Waffe. Ich habe keine Waffe. Eine Waffe? Die Waffe fehlt mir. Ich habe eins an der Waffe. Definitiv. Mir fehlt die Waffe. Das bleibt sich unbenommen. So, das weiß ich. Ich hab immer noch keine Waffe. Gibt es hier keine verdammte Waffe? Ja, wir haben doch gerade so. Ach, ich habe eine. So, hier ist noch ungelootet. Scheint's. Nee, hier findest du auch keine Waffe, aber eine Banane. Banane. Jagd der Banane. Oh, lecker, lecker, Banana. Lecker. Oh, oh. Banana. Oh. Banana. So. Du hast doch gar nicht so schlecht gestartet. Ja, das war haarscharf. Mit 2 Energiepunkten haben wir es nochmal geschafft. Das ist knapper, geht es, glaube ich, nicht. Ihr drüben gibt es eine Schrotflinte, falls einer. Gönn dir. So, ich guck mal hier rein. Oh, hier unten ist. Was ist das denn? Lilla. Lilla gefällt mir. Okay, ich wäre jetzt für den Nahkampf ausgerüstet. Ja, das sagst du so. Ja, gut. Besser als für die Ferne. Shrinking. So, dann müssen wir. Wir sind gut. Die schrumpelt sich rein. Wir sind gut. Ich komme nochmal hier vorne zum Looten hin. Habe ich Muskelkater im linken Arm. Aber jetzt. Oh, da snipert jemand auf uns. Hast du was abgekriegt? Nee, aber es haben wir vorbeigezischt. Ich höre Schritte. Oh nein, hinter mir. Lecco Buzzo. Scheiße. Ja, hier ist einer. Da hinten. Ich komm mal eben. Ja, ich seh ihn. Warte mal, ich komm mal. Der ganze Loot, das ist so schade. Pass auf. Chris, kannst du noch mal schnell? Dann kann ich hier noch eben looten. Hier gibt's Zeug von ihm zu holen. Alter, wenn wir die Runde irgendwie was reißen, dann ist das aber verdammt gutes Teamwork hier. Oh ja. Oh, golden. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Banane. Ja, ich muss gerade selbst unten leider. Kommen welche. Da macht nichts. Dass man nach dem Ablegen der Waffe immer wieder gerade eine neue braucht. Leute, ey. So traurig, ja. Zone, ich weiß, die Zone schon knistern, die ist doch noch relativ weit weg, oder? Oh, wir sind noch gut dran. So, aber jetzt Schild, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr alles? Oder braucht ihr noch was? Nee, ich hab 8. Ich brauche Schild. Energie, also Banane habe ich jetzt genug, aber Schild. Guck mal, von da hinten kommt die Zone. Wenn jemand was hat. Ja, ich habe nichts gesehen. Wenn ich was sehe, dann sag ich dir Bescheid. Eigentlich sind wir doch hier in dem Outpost, wenn wir da drin sind, hinter der Wand ganz gut geschützt in dem Gebäude hier, oder? In dem Container. Hier. Ja. Vielleicht sollten wir da eher hin. Die müssen ja von außen kommen. Was haltet ihr davon? Alles da. Sollen sie doch kommen. Ich gehe mal in die große Kuppel rein. Ja. Ich erhoffe mir da. Kommt man da hoch überhaupt? Chris, siehst du was? Kann ich davon. 6. Sechs sind noch übrig. Das heißt maximal noch 2 Teams, die so dran sind wie wir. Ja. Nee, bis jetzt alles ruhig. Ich versuche ja auch gerade noch was zu sehen. Ich gehe mal aufs Dach. Ja, pass nur auf, dass da keiner dich wegschnippt. Ich höre Schritte. Das bin ich über dir. Ach so, okay. So, wo müssen wir hin? Ach, guck mal, wir sind hier immer noch. Danke. Guck mal, hier, wenn du hier in der Ecke bleibst, dann hast du eigentlich noch eine gute Chance. Ja, ich habe keine Baumaterialien, verdammt.
Ich zieh mich immer hoch. Ja, wir müssen jetzt, wo wir natürlich jetzt ein bisschen drauf achten können, ist, da müssen ja die Leute jetzt auch von der. Da hinten sind Schüsse. Da sind Schüsse bei 45. 45. Der ist, einer ist oben auf der Windmühle. Ich komme auch nicht auf den Namen. Windrad. Windrad, genau, Windmühle. Was, einer ist auf dem Windrad? Ja, aber ja, ganz oben. Oh, da unten kommen Waffen gerade an. Ja. Es kann sein, dass sie jetzt da hinwollen, ne? Ja. Na, lass mal warten. Die schnappen wir uns. Ich habe eine Granate mit. So. Schüsse auf 90. 90? Ja. Mal gucken, ob jemand hingeht. Ich knie mich mal. Gegner auf 90. Beim Turm unten. Turm, der jetzt gerade in der Zone verschwindet. Ja, ich sehe es. Die gehen da hin. So. Wo müssen wir hin? Ja, wir müssen da hin. Wir können die jetzt schön überraschen. Ja, da kommen die, da kommen die. Die rechnen nicht damit. Von der Seite? Gleichzeitig? Ja. Ja. Ja, seid ihr da? Ich bin bei dir. Ja, dann los. Los, von hinten. Noch nicht schießen. Dass wir näher dran sind. Ich habe eine Granate ausgerüstet. Okay, Zugriff. Jawohl. Jawohl. Ich habe keine Muni, ich brauche dringend. Nimm dir die Muni. Ja, hier beim Abwurf. Ah, ich wurde entdeckt. Aber die bekriegen, die Granate sind fliegt. Selbst noch nicht ein Team. Yeah. Jawohl. Ist jawohl, nochmal ein, nochmal ein. Das ist der letzte da drüben. Gut, das da ist der letzte. Der rettet sich gerade vor der Zone. Oh. Down. Jawohl! Yeah. Jawohl! Super geil, Leute. Das sehr klappt geil. Doch richtig komm. Geil. Lass uns das jawohl, feiern. Ich komme. So. Gutes Team, gutes Team. Echt so, Hammer. Richtig. Geil gemacht. Sehr schön. Das ist so ein geiles Spiel. Vor allem, wenn man definitiv. Hammer. Ja, wir haben eine gute Quote heute. Ich suchte das ja schon seit 2 Tagen. Ne? Ich finde das den Hammer. Das ist wirklich so geil. So, dann ich bin mal wieder zum Spot unterwegs. Wie viel Akku habt ihr noch? Ja, reicht noch. So, Chat. Ah, da ist der Chat. So, soweit ich das sehe, keine Frage an mich. So. So. Ah, ich habe jetzt hinten so einen neuen Rucksack gekriegt. Den equippe ich direkt mal. Das sieht ja geil aus. Geil. So. Aber scheiße, hey Leute, ich habe nur noch 23% Akku. Ich muss was machen. Was ist denn da los? Hast du eine Powerbank oder so am Start? Ja, ich schließe Powerbank an. Warte mal, ich muss auch mal gucken, wie viel Akku ich noch habe. Gerade 42% auch nur noch. Ja gut, halbes. Ja. Ich habe auch mit 100% gestartet. Ich weiß es nicht, aber ich sag mal, halbes Stündchen haben wir ja noch, so von der Zeitplanung. Dafür müssten 42% noch reichen, denke ich. Ja, aber nicht 23. Nee, 23 wird knapp. 23 wird sehr knapp. Wir mal schnell so, dann nochmal Blick in den Chat. Dankeschön. Applaus kriegen wir und Glückwünsche. Vielen, ja, cool. Vielen Dank. Ja, Hammer. Aber wie wir am Anfang gestartet sind, ne? Was da noch geworden ist. Ja, ohne Mist, so mit 2 Leben hatten wir insgesamt im Team noch. Wahnsinn. Das ist so geil. Ja, finde ich richtig geil, dass wir gerade das Match noch gewonnen haben. Das rumzureißen, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Da muss ich mir in der Wiederholung... Okay, Powerbank ist dran. Alles klar, dann ready. I'm ready. Also, das muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken, das ist ja... Das war eine der geilsten Runden gerade, ja. Oder? Mega. Ja, das kann man echt sehr gut so zusammenspielen. Ja. Wenn er da so ein bisschen zusammen... Ja. Seht ihr, und der Voice-Chat, der bricht dann immer so ein bisschen ab während der Ladezeit. So, da sind wir wieder. Ich gehe ja mal aus dem Getusel raus. Ich habe da keinen Bock. Oh, das geht mir richtig auf den Keks. Ja, ja. Die ballern einfach nur wie bescheuert, ne? Guck mal, der Idiot, der Blödmann, der läuft uns hier noch hinterher, ey. Der soll einfach nur sterben gehen, echt. Das sind alles neue Spieler, die denken, es geht schon los. Ja, so wie wir am Anfang, so benennen die sich. Ja, war bei uns ja. Ja, oh, wir sind drin, ballern. Oh, warum sterbe ich nicht?
So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt auf deinen Friedhof kommen. Friedhof runter. Ja, Friedhof. Der ist aber gleich links, ne? Ja, wartet mal, wir können direkt runterspringen. Ohne, ja gut, schon zu spät. Ah, okay, ja, dann können wir das so machen. Ich zieh direkt. So, und dann hier runter. Alles da. Weil ihr könnt... Da sind wir auf dem Friedhof. Ich finde die Map aber auch echt cool. Also, richtig schönes Ding. Ihr könnt auch wir sind nicht die Einzigen. Ich gehe schnell runter, ne? Und hol mir eine Waffe. Und dann gehe ich die... Ja, ich auch. Gehe ich die mal eben jagen. Die sind da in der Mitte, die sind in einer Kirche. Ein bisschen was. Die sind in einer Kirche. Ja, ich habe eine Granate. Ja. Doc, pass auf, die sind genau da, wo du runterkommst. Ja, aber da ist keine Waffe. Scheiße, ich muss du aber haben. Auch nicht, oder? Oder was? Doch, sicher habe ich eine Waffe. Ich bin auf einer gelandet. Der ist weg, aber ich bin auch gerade weg. Einer hat mich gekillt, aber der nicht gekillt. Scheibenkleister. Wir kommen. Das sind so viele hier. Das ist eben auch eine echt coole Ecke auf der Map. Da wollen sie alle hin. Okay, warte mal. Ich gucke jetzt mal, ob jemand in der Kirche ist. Hier ist einer. Hinter der Kirche ist unheimlich viel Loot. Da ist full of energy. Down. Den hast du gekillt, super. Jawohl, dann haben wir das Team erledigt. Drinnen den habe ich auch fertig gemacht. Jetzt könnt ihr hier sammeln. So, Doc, komm her. Hier gibt es so viel geiles Zeug. Sind wir denn noch in der Zone überhaupt? Doc, guck mal eben nach. Nee, wir müssen gleich weg. Nein! Du musst das regelmäßiger machen. Das geht um die regelmäßige Bewegung. Allein schon, worüber redest du gerade? So. Um die regelmäßige Reibung allein dessen, schon. Was es ist. Allein schon deshalb sollte man sich das Spiel holen. Wegen der regelmäßigen Reibung? Wegen der regelmäßigen Reibung. Klingt... Oh, das war doch schon mal echt geiler Start. Oh, Leute, da hinten liegt noch so viel Zeug. Wir dürfen ja nicht so schnell weg. Ja, wie schnell schwingt denn gerade die Zone? Ja, die kommt. Wir müssen los. Hier unten ist noch ein schöner Turm, da können wir reingehen. Ich gehe noch mal in die Kirche. Da ist noch was. Ach Scheiße, da kommt alles hin. In der Kirche sind, ist auch so geiler Stuff, ey. Ja, beim Fliegen ist man ein bisschen schneller. Also wenn man von der Zone abhauen möchte, ist Fliegen eigentlich... Ich fliege mal zum Chris rüber. Hier ist auch noch unheimlich viel Zeug beim Chris. Ja. Holt euch was hier. Hier ist genug da. Das ist komm, so eine geile Ecke. Ja, hast du recht. Ist eine gute Empfehlung gewesen. Brauchst noch Schild? Ja. Du brauchst noch Schild? Sehr geil. Komm mal her. Oh, ich bin voll. Ich habe alles voll. Ich habe noch gar nichts getrunken. I'm fully of energy. I'm fully of health and energy. Ach, die Zone kommt. Alter, die ist ja hier auch noch unterwegs. Immer noch nicht in der Zone. Oh, eine Granate. Sehr schön. Granate nehme ich mit. Nimm mit. Die rettet einen immer den Arsch. Ah, hier ist noch. Die muss ich... Komm, jetzt sind wir gleich wieder in der Zone. So, ja, ich musste da zwei große Schilder... Hinter dem Felsen. Oh, hier ist aber alles auf dem Scheiß. Wo können wir denn hier so ein bisschen in Deckung gehen? Da, guck mal, da wo ich bin, ist Deckung gerade. Ja, wollen wir da unten ins Haus gehen? Ja, dann können wir hinfliegen. Wie kann ich denn jetzt hier... Boah, Leute, ich bin so froh, habe ich meine Motion Sickness weitgehend überwunden. Hey, sonst könnte ich das nicht spielen. Ja, das Game, das ist echt ein großes Ding, ne? Also so für VR, was... Oder jetzt hatten wir gerade nochmal... sind wir gar nicht so richtig dazu gekommen. Also, euch gefällt das Spiel? Einigermaßen? Ja, nee, mega. Voll kacke. Nee, ist scheiße, ne? Ist richtig, richtig scheiß Spiel. So ein Dreck, lange nicht mehr gespielt. Kacke, habe ich selten gespielt. Jetzt spiele ich das seit zwei Tagen nonstop. Ich finde das so kacke. Ja, du willst einfach nur rausfinden, wie kacke du das findest. Ja, du musst sonst den Rucksack vergrößern. Dann kannst du mehrere. Ich habe schon zwei, vier Plätze. Achso, ja, dann. So, schwingt wieder. Wir sind wieder außerhalb der Zone. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt weglaufen, ist keiner hinter uns. Ich hoffe. Ja, woher sollen die kommen? Die müssen ja dann auch vom Friedhof kommen. Ich guck mal so ein bisschen zur Seite. Ja. Wie viele Teams sind es noch? Sechs? Es sind noch 9 Gegner da. Also 3 Teams max. Wo siehst du die Gegner? Wenn du die Karte öffnest, oben rechts. Ah, okay. Was ist die Zahl? Ach so, das ist meine... Okay, nix, ich hab's verstanden. Das, genau, da sind deine Ziele noch mit drin. Ziemlich ruhig, ja. Chris hinterher. So, jetzt Chris ist unser Granatenmeister. Der ist Granate. Granatenstark ist der. Ich weiß nicht, ob der Oschino dabei ist. So, ich hab... Oh, da sind wir aber sehr exponiert hier oben. Das geht gar nicht. Schnell wieder runter.
Boah, wenn ihr nochmal eine geile MG hättet. Hier ist eine P90. Aber ich hätte vorhin eine geile Waffe. Brauchst du eine bessere Waffe? Nee, Patrick. Ich hab eine Waffe, die ist okay. Warte mal, der Chris, der hat da. Chris, was hast du da? P90 Violett. Ja, das würde ich gerne nehmen. Guck mal, die killen sich gerade gegenseitig. Sind danke, noch Chris. So, wir sind genau zur Raffinerie. Willst du nicht? Genau. Das ist schon mal ganz gut. Drei Teams nur noch. Ein Team ist ausgeschieden. Also sind wir auf jeden Fall schon mal gut dabei. Und gerade mit unseren Werten, was so Health angeht. Wo ist denn die nächste Zone? Die alle vollgeladen? Ja, wollen wir da ins Gebäude? Nee, Gesundheit habe ich eben viel zu wenig. Warte mal, ich erstmal schnell eine Banane. Gib mir mal der Gegner war bei 180 hinterm Haus. Der ist gerade lang gelaufen. Bei 180? Wollen wir in das Haus? Ja, der ist. Ja. Aber Vorsicht, da oben ist eine Scheibe kaputt. Nicht, dass schon mal jemand drin ist. Ja, sieht aber ungelootet aus. Hello, Motherfuckers. So. Gehen wir nach oben? Gehen wir nach oben? Ja, ich guck nur, ob alles. Hier ist alles sauber. Hier ist noch eine Granate. Ja, ich hab schon. Ja, wo ist denn hier oben? Ich mag keine Granaten. Wo ist denn hier? Hier am zweiten Stock. Das Schild. So. So, ich komm mal. So, hier ist alles sauber. Ja, dann können wir uns da doch erstmal aufhalten. Wir sind doch in der Zone. Oder? Dach ist frei. Kommt zu euch. Boah, da bist du aber auch. Okay, genau. Da bist du ein Exponat. So. Hoppala. So. So. Und schon haben wir es hier. So. Oh, hier oben hast du eine geile Deckung hinter dem Schild. Okay. Kann man sich am Schild festhalten? Geht. Ist das. Oh. So, da. Boah, ich finde das atmosphärisch hier mit dem Flugzeug, das ist so geil, ne? Wir können direkt rüberfliegen zu der Raffinerie dann, wenn die Zone. Moment, ich bin Dach. Unten, ich bin nicht so schnell, ich höre Schüsse. Schüsse hier von links, also von 90 vorne? Irgendwo. Grazer? 90. 90? Scheiße, genau, von der Seite, wo ich gerade den Turm. Ja, genau, auflaufe. Raffinerie, ja. Gehen wir aufs Dach drauf? Ich gehe. Oder wollt ihr unten lang? Ja, ich bin leider runtergefallen. Ich gehe mal hier hin. Ich höre Schüsse. Oben auf dem Dach sind sie bei 180. Zwei Leute. Oh, ich bin jetzt. Ich versuche mal, ob ich rankomme. Da kommt der Dritte. Ja, sei vorsichtig, sei also vorsichtig. Wir sind hier in der Zone. Hier an dem Turm kannst du hinkommen. Ach, ihr seid da oben schon. Ja. Boah, ich habe die Arme ausgestreckt, bin runtergeknallt. Was für ein Kack. Boah, drei Gegner sind noch da und die gehören nicht zu einem Team. Das heißt, wir haben gute Chancen. Da hinten ist einer. Ja, einer wartet. Ja, dann lass. Ja. Die bekriegen sich gegenseitig. Hier, hinter. Da. Lass runter. Da hinten ist einer. Da hinten läuft einer. Wollen wir runter? Wollen wir in die Zone und dann auf die warten? Die gehören auf jeden Fall nicht. Sind wir außerhalb der Zone? Ja. Hier, lass uns in die Halle, oder? Da hinten ist auch die Lootbox. Da können wir auf die warten. Wenn die gleich holen wollen, können wir den. Aber gibt es noch eine Banane für mich? Ja, hier ist. Ich glaube. Darf ich? Ja, nimm sie. Ich statte schon mal eine Granate aus. Hier wird wiederbelebt irgendwo. Da oben auf dem Dach sind welche. Die haben uns aber nicht gesehen. Die kommen runter. Die haben uns nicht gesehen, Chris. Jetzt schon. Hier unten kommt einer an. Okay, der ist erledigt. Einen habe ich. Welchen denn? Ich habe auch einen erledigt. Noch mal einen. Ach, jawohl. Schnapp. Ja! Jawohl. Jawohl. Ey, super. Super. Ja, Mann. Sehr cool. Oh, das ist, wenn man als eine Einheit auftritt. Ja, richtig geil. Geil. So, ich gehe mal ins. Wo ist denn der Chris hin? In Squad. Oh. Nein, das Gewinnspiel wurde noch nicht ausgelost. Das kommt noch. So, ansonsten sehe ich auch wieder keine Fragen. So, cool. Dann weiter geht's. Wie spät haben wir überhaupt? Ja, ein, zwei Matches gehen noch. Zwei Matches noch. Kriegen wir noch zwei Matches hin? Ja, kommt gerade auf meine Frau drauf an.
Wenn die da unten gleich durchstartet, dann habe ich ein Problem. Alles klar. Oha. Ja, und dann, wenn wir mit den Spielen fertig sind, dann würde ich mir gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Dann machen wir die Auslosung vom Gewinnspiel. Und ich bin noch ein bisschen für eure Fragen da. Boah, macht das Bock in so einem festen Squad, Leute? Ist das geil? Hammer. Ja, Hammer. Du kannst ja auch richtig gut absprechen und alles. Das ist ja das Coole. Ja. Und da sind sie wieder weg. Boah, Leute, ich sehe immer noch 84 Leute dabei. Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön fürs Zuschauen. 84. Ich hab dich nicht mehr gehört. Wie? 84. Genau. Wahnsinn. Aber. Richtig cool. Freue ich mich, dass ihr dabei seid. Oh. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich weise da nochmal drauf hin, habe ich letzte Woche schon im Livestream gemacht. Hier auf dem Channel gibt es eine Oculus Quest 2 zu gewinnen. Schaut da einfach mal die Videos durch, da erkläre ich euch in einem Video, wie man eine Oculus Quest 2 hier gewinnen kann, was ihr da tun müsst. Einfach mal die letzten Videos durchgucken. So. Wo waren wir hin? Ich schaue mal eben auf die Karte. Ja, ja dann lass wieder Symmetry. Ich fand das gut und das ist jetzt die hinterste Position. Ja. Guck mal, wie ich kann jetzt richtig sehen, wie der Doc da düst. Der Chris ist da hinten. Wir sind hier richtig am Rumbrausen. Sieht schon cool aus. Das ist richtig geil gemacht, ne? Wir sind die coolsten. Wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wenn wir durch die City düsen. Also vier Spiel, drei hier fliegen noch neben uns. So. Oh, aber es schrinkt direkt. Ja, wollen wir trotzdem noch looten da, oder? Ja, schaffen wir. Ja, alles auf jeden Fall. Zwischen den Gräbern liegt so viel Zeug. Dann runter da. So, ich lass mich fallen mit dem Teil. Ich auch. So. Boah, guck dir. Boah, scheiße, direkt falsch an. Ich bin so ein Blödmann. Alter, geil. Ja, echt, ey. Schild ohne Ende, das ist Wahnsinn. Und eine Granate habe ich schon mal, da kann ich uns zumindest mit dem Gegner hochsprengen. Ja, Granate habe ich auch schon. So, Banane brauche ich direkt, weil ich so blöd bin. So. Ich höre Schritte, seid ihr das? Nein, andere. Wo denn? Andere. Wo bist du? Ja, komm da weg. Wo seid ihr denn? Ja. Ich bin bei der Kirche. Nee, ich komme zur Kirche. Komm. Versteck dich ein bisschen, ich bin gleich da. Ich habe eine Waffe. Ja. Ja, oder komm, wollen wir die in Ruhe lassen? Ja, lassen wir die in Ruhe. So, ich hole mir da hinten noch einmal Schild und dann müssen wir auch Knallgas geben hier, ne? Ja. Hast du da noch eine gute Waffe? Wenn jemand eine gute Waffe gesehen hat, wäre ich nicht undankbar dafür. Ja, ich sehe hier gerade leider nichts. So, wir müssen, genau, jetzt aber Vollgas. Hier rechts, aber es ist ein Sniper, ne? Ich hab noch ein. Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Das ist, wir müssen echt Gas geben und die sind da ja links von uns. Echt gefährliche Situation. Mhm. Also wenn ihr irgendwie. Hier ist noch. Warte mal, was ist das denn hier? Doc, hier ist noch irgendwie so was wie eine Schrot. Okay. Und hier ist auch noch Schild. Einfach mir nach. Hier ist alles. Ja, ich führe euch ins Abenteuerland. Hier ist auch. Komm mit mir ins Abenteuerland. Oh, Schüsse. Hinter dir. Ich weiß nicht woher. Die sind in der Kirche, sind die noch? Ich bin hinter ihm. Schlag nach. So, ich hab ihn. Ist down. Da, der hat genauso hässliche Freunde noch. Granate ist geflogen. Scheiße. Ach, von der Seite Scheiße, kommt der. Scheiße, lad doch nach, du Scheiß. Von der Seite hat er mich erwischt, ich bin down. Ja, da, genau, der hat mich fertig gemacht. Scheiße, das ist ja noch... Oh, ich dachte, das wäre der Chris. Die Tussi. Die kriegt Schaden. Ich geh erstmal ein Stück weg. Ja, ich komm. Ja. Die leidet gerade. Ja, die kommt, die ist da noch. Die stirbt jetzt. Chris, super. Mauer. Chris, mach die fertig. Ist die down? Super. Ja. Ich komme. Ich will auch fliegen. Warum fliegt der hier nicht? Shit. So, super Platz, Chris. Kannst du uns da wiederbeleben? Der ist noch in der Zone, ne? Ja. Ja. Sehr cool. So. Alter, knappes Ding. Ich lade schon mal auf. Ja. Doc kommt. Ich bin da. Hier haben wir einfach nichts mehr, ne? Scheiße. Ja, aber wir haben den Chris.
bräuchte echt einen Moment, die Tussi vorne wäre Chris. So, ich gehe da vorne mal direkt ins Haus weiter looten, damit wir jetzt gleich nicht mittellos dastehen. Das Haus hatten wir gerade auch, ne? Ah, das finde ich so schön, wenn du die Karte ein bisschen kennst, wenn du weißt, wo es lang geht. Hier war schon irgendein Lutscher, war hier schon drin. Es geht nur noch Banane. Hast du Banane? Nimm du. Lecker, lecker. In der Garage ist noch eine Pistole. Gönn dir und genau eine Cola. Was ist da in der Garage? Da oben ist nichts mehr. Nur eine Waffe ohne Munition. Ja, Scheiße, kommt die Ach, Wand du schon Scheiße. Und wir haben noch ein Stück. Dann müssen wir, wir haben schon ein Stück, noch ein Stück. Was soll ich mit der Scheißpistole? Ja. Ich hab ne. Ach, ich hab. Hier war noch ein bisschen Muni drin, ist ja geil. Ist hier noch was, Chris? Ich guck nochmal nach oben. Ich guck gerade, ich hab mir nur eine Banane gegönnt. Hier oben ist noch Schild. Boah, das ist jetzt hier aber wirklich höchste Notlooten. Hier ist ein Gegner. Wo? Scheiße. Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr! Dahinter! Ich lenk sie ab! Verdammt! War nichts mehr. Ich konnte nicht mehr nachladen, war keine Munition mehr da. Verdammt! Ich konnte nicht genug mehr einsammeln. Ja, dritter Platz. Man muss auch die anderen mal gewinnen lassen können. Ja, genau. Also ja, wir wollten etwas von unserem Glück abgeben. So. Boah, Anubis, Dankeschön. 10 Euro, Wahnsinn. Und Ogni, danke. Oh, ein Fünfer per PayPal, ihr seid doch verrückt. Ja, unser Squad funktioniert echt wahnsinnig gut. Also, das macht auch richtig Bock, mit den beiden zu zocken. Muss ich echt sagen. Das ist hier ein Wahnsinns-Squad. Nie wieder anders. Ja, oder? Die Leute schreiben gerade, wir sind ein gutes ein Hammer. Team. Hammer. Ja. Hammer. Macht mega, mega Bock. So, mal gucken, habt ihr noch was? So, nee, ansonsten sehe ich nichts, dann machen wir nochmal. Ja. So, Chris ist da. Ich habe gerade eine Spende bekommen. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich habe schon Danke gesagt. Mega geil, ne? Ich weiß gar nicht, kann ich damit was in Deutschland anfangen mit 10 Franken? Das sind ungefähr, glaube ich, 8,60 Euro. Muss ich noch schnell wechseln gehen? Geh mal wechseln. Ja, der Anubis, der ist super. Super geil. Danke nochmal. Okay, go, go, go. So. So, ja, wollen wir mal Cliffside? So, wo geht's denn? Markier mal. Ja, ja, komm, dann lass doch mal Cliffside hier machen. Wo ist er denn? Mein Gott. Da. Wollen wir da mal hin? Boah, wer fliegt mir denn vor der Nase? Mann, ey, der düst hier aber ganz schön gefährlich, ey. Das ist ja wirklich gegenseitige Rücksichtsnahme ist hier, glaube ich. So, Chris und Zitrone ist direkt hinter mir. Cliffside, ja. Aber ich finde das schon so cool, wenn du nachher dann schon die Karte kennst. Oh, ja. Oh, da müssen wir sehr weit. Ja, da wollen wir Farmlands. Ja, Farmlands ist eine gute Idee. Komm. So, man kann sich dann auch so abstürzen lassen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Dann seid ihr ein bisschen schneller am Boden. Mit dem Teil, nämlich. Ja. Geht auch ganz gut. Oh, eine schöne Sniper. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte lieber was anderes. Aber, da vorne ist was anderes. Aber ein Gegner ist bei 0 runtergekommen. Bei 0? Bei 0. Ah, okay, ja. Da hinten. Ja, bei 0. Nur vorsichtig sein von der Seite. Ja. Gehen wir da mal hin? Nur einer oder meinst du den ganzen Squad? Also, ich habe nur einen gesehen. Nein, lass ich dir. Hier gibt es unheimlich viele Granaten, Chris. Zwischen den Heuballen. Der Chris ist der Granatenmeister, ne? Du oh, ich höre Schritte. Ich sehe noch keinen. So, wir sind relativ nah an der Zone, ne? Das heißt, ich kann hier noch was looten, wenn ich das... Ich bin sehr weit von euch weg. Ich komme zu euch. Ich sehe ihn. Der ist im Farmhaus bei 0. Ich komm. Soll ich dem... Ich flankiere den mal. Ich gehe von der Seite rein. Ja. Er ist oben drinne. Ja, ich sehe ihn. Ich schmeiß eine Granate.
Achtung, er kommt. Ach, verdammt. Boah. Ich bin down, ja. Der kam auf einmal rausgerannt. Oh, 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 oh. Ja, da sind noch welche, da sind noch welche auf. Ich sehe jetzt die Koordinaten nicht mehr. Scheiße, scheiße. Doc, du bist nur noch du. Achtung, Doc. Der kommt wieder rein. Jawohl. Warte mal, dann. Okay, den habe ich. Ja, wir kommen einfach mal eben rein. Lebt noch einer? Ja, da lebt noch einer. Ich halt. Kannst du es wiederbeleben? Ist jemand tot von euch? Beide. Ach so, ja. Ist ja beide tot. Ja, haben wir gut gemacht, oder? Achtung, da kommt gleich. Ich höre Schritte. Komm näher. Und lebt. Jawohl! Alter! Hast du erledigt? Der hat noch eine Banane, sehr gut. Sniper, Sniper, von oben, von 0 Grad, Sniper. Ihr seid dem ausgeliefert. Ja, dann gehen wir wieder rein. Zone. Oh, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ja. Bleibt nah an, an der Wand. Ja. Ach, da oben, ich seh ihn. Ich habe ein bisschen was weggemacht. Gespart. Er kommt. Tot. Ist down. Down. Ist der hatte eine goldene Sniper, der Arsch. Ja, nehmt euch. Will die jemand? Nehmt. Ich will die nicht. Da ist Zone. Einer. Ach so, der ist hier. Alles klar. Zweimal gehittet. Alter Schwede, jetzt geht's doch hier los. Ey. Ich hab nur noch einen Schuss. Das ist hier komplett witzlos. Ich brauche eine Banane. Hier oben ist eine Banane, Chris. Und Rucksack und alles. Komm zu mir. Ich hab eine Banane. Die gibt's. Eat the banana. Please. Da oben ist noch Energy. Oberer Stock. Geh die Leiter hoch. Hier ist auch noch eine Dose. Da ist noch was. Also eine Dose zu trinken. Ich bin bei 70 Schild und Munition habe ich ganz gut. Ja, ich hab. Warte mal, da oben. Dann hol ich mir ein bisschen Schild. Alles, wenn das für euch okay ist. Ja. Boah, das zerrt deine Nerven. Ja, aber geil. Ja, Zone wird kleiner. Ich höre Schüsse. Psst. Wir müssen los. Schüsse bei 270 Grad. Wir laufen direkt drauf zu. Dann lass uns mal hinter der Mauer noch einen Ticken laufen. Oh, hier schön. Einmal schnell noch mal ins Regal greifen. Da auf der Brücke sind auch immer verdammt gute Sachen. Ich glaube, da muss ich einmal schnell hin. Ja. Hier ist nichts Gutes. Da hinten sind welche, bei 305. Okay, geh hinter den. Hab's auch gesehen. Die stehen einfach nur rum wie zwei Dullis. Keine Ahnung, ob die zusammen gerade die Periode kriegen. Ach, da, ich seh sie. Einer ist angehittet. Ich muss hier nach jedem Schuss nachladen, das ist ja lächerlich bei der Waffe. Ich habe leider keine vernünftige Waffe, wo ich eine große Hilfe bin. Ist down. Ist tot. Boah, da sind zu viele, kommen noch ganz viele. Ist down. Ich habe keine Muni mehr. Chris, Vorsicht. Boah, bist du ein Tier? Der Chris, ja, der regelt hier richtig weg. Und endlich mal eine vernünftige Waffe. Ich esse mal schnell Banane. Ja. Oh, da gibt's noch ein bisschen Muni. Oh, da ist einer. Genau, auf null. Der läuft gerade lang. Wie viel sind's denn noch? 5 Gegner haben wir noch. Das heißt, maximal ein Team noch wie wir. Der ist gerade hier lang. Ich bin hier im Haus gerade mal. Ach, hier ist noch ein bisschen Schild. Ich höre hier was. Hier ist einer. Wo ist hier? Okay, wo bist du? Boah. Patrick, mach doch die Tür nicht kaputt. Irgendwo höre ich hier was. Hier ist einer. Jawohl. Kaputt. Auch noch jemand Schild? Ich hab hier. Ja, wo hast du? Ich bräuchte noch, habt ihr irgendwie eine Cola-Dose für mich? Nee, hier scheine. Oder ich hab nur noch eine Sniper mit Muni. Warte, ich nehme mal von der Muni, gib mir mal Rückendeckung. Ja. Ich nehme mal die Shotgun. Boah, müssen wir weit. Also weiter von hier aus kann man eigentlich für die Zone nicht. Oh. Scheiße. Ich seh ihn. Genau. Kommt der rüber? Ich stehe hier. Nee, noch nicht. Den holen wir uns.
Der will hier seinen Kollegen wiederbeleben. Hier wird irgend... Scheiße! Die wollen ihren Kollegen wiederbeleben. Nix da. Ich hab ihn getötet. Gut. Hier wird nicht wiederbelebt. Willst du mich eben? Ja, Moment, ich bin gerade beschäftigt. Chris ist down. Scheiße. Ja, Moment. Gib mir mal eine Sekunde. Eine Zone. Wann kommt er raus? Jetzt. Wann kommt er raus? Geh, 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 geh. Nee, da ist weg. Der ist da noch. Der ist da gerade lang gelaufen, Chris. Der versucht wieder zu beleben. Doc, mach it. Jetzt wird's spannend. Ja, das ist... Drei Gegner noch da, Doc. Der versucht wieder zu beleben. Ich höre immer dieses leise Gepiepse. Ja, ja. Der ist hinterm Haus. Kommt her, wo ist die Zone? Ja, die kommt, die kommt. Du musst noch weiter. Achtung, der kommt da. Ja, der kommt. Wann nee, kommt er um die Ecke? Granate, lauf weg! Scheiße. Ah, oh, scheiße, der hat die Granate hinter die Mauer geworfen, der Paintball. Ich bin gerade über die Mauer. Der wollte die über die Mauer und hat mich aber nicht gekriegt. Scheiße. Verdammt. Und ich springe in die Granate. Schaffen wir noch ein Match? Eins noch. Ein letztes. Ein letztes Match, Leute. Da könnt ihr dann auch schon mal überlegen. Ich nehme ja gleich noch ein bisschen Zeit, da machen wir die Auslosung von dem Game. Was wollt ihr gerne wissen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in den Chat damit. Ansonsten machen wir gleich noch die Auslosung und quatschen ein bisschen locker und dann geht's weiter. Oh, leck mich am Arsch, ja, du. Ja. Ich bin ihm in die Handgranate reingesprungen. Wäre ich hinter der Mauer geblieben, hätte mich die Wand gekriegt, bin ich drüber gesprungen, habe mich die Granate gekriegt. Also Cyber UP schreibt, ohne Chris wären wir verloren gewesen in der Runde. Völlig richtig. Ach, das war jetzt nur Glück gewesen. Ah ja, das war nur Glück. Wir ergänzen uns, glaube ich, alle sehr gut. Also ich glaube, wir haben alle im Kreis schon mal wiederbelebt, ne? Und das, gerade das macht ja so Spaß. Chris, wenn... Jetzt ist wieder weg. So, letzte Partie. Gehen wir nochmal alles. So, oh, da seid ihr. Ich geh mal schon wieder weg, dann geht hier gleich wieder los. Das ist die ganze Baller. Oder am besten alle Waffen einfach klauen. Ja, echt. Hast du hier eigentlich... Ja, hier hast du auch nur begrenzte Inventarplätze. Das macht er auch noch mit. Und der Doc kommt da hinten auch angeeiert. Da kommt da hinten. Da ist der Doc. Der kann ich auch hier bauen, aber es macht keinen Spaß. Wie kann man sich denn jetzt hier mal eine schöne Rampe bauen? Das funktioniert doch nicht richtig, oder? Nee, das geht noch nicht. Kannst halt wirklich nur... Weil eine Rampe da wäre jetzt richtig geil, wenn man sich da so hochrampen könnte. Ach Gott, Leute. Wir sehen eine Rampensammlung. Ja, mein Gott, da setzt er mir andauernd die Scheiße vor der Nase. Tschö, Daniel. Ja, ich bin hier eingebaut, ich kann nichts machen, ich bin hier drin, ich habe keine Waffe, das kaputt zu ballern. Das richtig verloren. Boah, das hat jetzt aber super schnell geladen. Ne? Ja. Mhm. So, mal gucken, wo unser Daily Driver hier hinfährt. So, wir könnten noch mal Cemetery oder lass doch mal Dead River. Guck mal, da ganz oben, Dead River, da waren wir noch nicht. Markier mal. Wo? Du meinst das? Da, ja, genau. Da? Da. Ach da. Dann haben wir das auch mal gesehen. Dann wissen wir beim nächsten Mal, erkennen wir schon die groben Regionen. Ja, aber guck doch mal runter, da ist doch nichts. Ja, weiß ich nicht. Ist da? Nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh. Ja, dann lass mal gucken. Dann Zone. Gehen wir doch lieber zum Friedhof. Outpost Hill oder der Cemetery passt dann ja gut, oder? Looten wir da schnell? Ja, vor allem ist da fast keiner unterwegs. Alles klar, super geil. Cemetery, unser bester Startplatz. Bisher. Ja, ich finde ja gerade bei dem Spiel macht das so Spaß, wenn du dann so die Karte kennenlernst und irgendwann einfach Bescheid weißt, wo du am besten landen kannst, wo du gut looten kannst, wo vielleicht nicht ganz so viele Leute steil gehen. So ist es. So, und hier... Also bei mir ist keiner nur Kirche. Ich sehe hier keinen. Ja, machst du leer die Kirche. Nee, ist uns auch keiner nachgeflogen. Ich habe keinen gesehen. Sehr gut. Sehr gut.
So. Violette Waffe. Ich komme mal hoch zu euch. Ich bin nicht in der Kirche. Ah, hier ist noch Folio. Gibt es auch eine lila MP? Die Zone schrinkt gerade. Wir gehen mal rüber. Die schrinkt? Die schrinkt. Die stinkt, die Zone. Ich glaube, hier für die Waffe brauche ich jetzt lila Muni. Da muss man sich auch mal irgendwann dran gewöhnen. Welche Knarre welche Muni braucht. Ich glaube, davon. Na, eigentlich brauchen wir nur die MS. Nee, MG. Die MGs. Also hier sind noch lila Waffen, wenn ihr braucht. Ja, gerne. Ja, komm, rüber gerne. Wo, ich sehe dich gar nicht. Ja, warte. Wenn du das noch schaffst. Ja, ich fliege. Ja. Weißt du, wie schnell bin ich, wenn ich fliege? So, hier. Hast du, das ist eine gute hier. Ja, eine meiner Lieblingswaffen. Gönnen sie dir. Oh, Dankeschön. Bitte, da vorne ist auch noch Schild und Banane. Banane? Banane habe ich hier. Schild habe ich auch. 30, 90, 30, 164. Gut. Was? Was sind das deine Schild? Maße? 90, 60? 164. Starke unterbaut. So. Ja, dann Outpost. So, meine Granate. Da sind die Fenster sind so gut wie alle kaputt. Nee. Ja, guck mal hier vorne, das Gebäude ist genau in der Zone. Ich gehe da mal rein. Das ist auch noch nicht gelootet. Ja, Hammer. Das ist noch nicht gelootet hier. Hammer. So, meine Granate habe ich auch. Hier haben wir schön Schild auch, falls ihr noch braucht. Ich den. So. Squads. Ja, so viel. Geht doch. So viel Leben gar aber nicht. Aber Sekunde, wir haben doch noch 9 Enemies. Wir können dann noch 3 Squads, dann sind wir doch mindestens 4 noch. Wollen wir da hoch? Wollen wir da, da rein? Ist ein bisschen sicherer. Ja, ja. Ist besser als hier unten, haben wir einen besseren Überblick. Ja, und da sind wir noch in der Zone teilweise. So. Ja, ich hätte auch das ist schon ein Unterschied als letztes Mal, als wir gespielt haben, ne? Es bildet sich echt so eine richtige Einheit hier gerade unter uns. Das ist der Hammer. Ja, und da würde mich auch mal im Chat interessieren, ob ihr genau die Kombination hier nochmal zocken sehen wollt. Vielleicht mal an einem der nächsten Sonntage oder so, sag ich mal. Dann schreibt das doch einfach mal in den Chat, dann wissen wir Bescheid und dann machen wir einen Livestream. Müssen mal gucken, wo wir das machen. Ich sag mal bei, muss ja nicht zwangsläufig in der Zockstube sein, aber dann kriegt ihr auf jeden Fall bei uns einen Stream, würde ich. Hier ist noch dreimal Schild. Ich bin voll. Ich habe mir noch eine Purple Pumpgun gerade geholt. Boah, ist die, alter Schwede, cool. Was ist hier los? War da noch Schild im Angebot oder was? Ja, deswegen. Das ist ich. Wahnsinn. Also hier gibt es echt gute Sachen. Ja. So, dann wären wir wieder in der Zone. Ja. Mal jetzt hier mal in den Baucontainer und warten, wo sich die Zone schließt. Hier ist alles sauber. Jawohl, dann komm ich da mit rein. Ich glaube, hier können wir erstmal ganz gut warten, was die Zone sagt, oder? Ich guck mal ein bisschen über die Mauer. Mal über die Mauer drüber. Ich gehe mal in Deckung. Was ja auch geil ist, man kann sich ja hier hochziehen und dann so gerade eben nur gucken. Ne? Alles ruhig. Ich höre einen Sniper. Aber ab und zu katapultiert hatte ich dann hoch. Da hinten landet auf jeden Fall eine Loot-Packung bei 135. Ja. Meinst du, das ist eine oder ist das einfach eine Abschutzstelle? Nee, das wird eine Loot-Packung sein. Da kommt jetzt gleich ein Flugzeug und wirft da was ab. Das ist jetzt schon markiert. Warte mal, wenn die Zone so bleibt, können wir vielleicht, und wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir vielleicht das Loot-Paket mal uns anschauen. Ja. Geh rüber. Ja, ich gehe rüber, aber das Flugzeug ist noch nicht da, ist das Problem. Ich halte mal die Augen auf, wir haben im Moment noch viel im Rücken, was unübersichtlich ist. Oder pass auf, da ist doch schon was, guck mal. Oder ist das nur der Abwurfpunkt? Ach ja. Boah, guck dir das an. Goldene Waffen über goldenen Waffen. Alter, ja, könnt ihr gerne haben, das sind... Ah! Pass auf, da sind welche. Falle. Ich gehe links rum. Da ist er, links. Nimm die Sniper. Scheiße, wir haben scheiß Ping, ich erwische den nicht. So,
Nein, ich bin tot. Verdammt, Doc, es hängt an dir. Das war scheiße. Da wollten alle hin. Ja, das sind mir zu viele. Ja, ja. Pass auf, ich guck die linke Seite und Chris guckt die andere Seite. Kommt. Ja, warte, geh rein. Ja. Geh rein, der weiß nicht, dass du da bist. Scheiße. Ja, das war's. Ja. Schade. Oh, scheiße. Ja. Schade, schade. War eigentlich zu schön, um ja, wahr zu sein. Ja, ne? Das war zu riskant. Aber da siehst du mal, wie die da hinterher sind, die Drecksäcke, ne? Mhm. Ja, krass. Hätten wir echt beobachten sollen, so wie ja, sie. Genau. Ja, die haben das beobachtet und wussten, da kommt irgendeiner. Genau. Machen alle sich dann das Ding. Müssen wir nächstes Mal ja, so machen. Ja, wissen wir für die nächste Partie Bescheid, ey. Ja. So, ich geh nochmal zum Squad, dann sagen wir nochmal Tschüss, wa? Hm? So. Oh, was eine Runde. Schade. Oh, Carsten, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Das ist wirklich klasse. Danke, danke. Ah, da ist er. So, jawohl. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat das Bock gemacht? Hat das Bock gemacht? Deine Fall. Verlosung, ja, ne? Nochmal erwähnen. Es geht ja, ja hier gleich noch eine Verlosung. Ja, die Verlosung, los. Die gibt es jetzt gleich. Die gibt es jetzt gleich unmittelbar. Nicht, dass die Leute denken, wenn du sagst, hey, vielen Dank. Dass nee, noch nicht bekommen, abschalten. Ne? Ich guck mal, wie viele sind denn im Moment dabei? 72 noch. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Geil. Das über die ganze Zeit. Richtig, richtig cool, Leute. Ja, und ihr beide, ey, das hat richtig Bock gemacht. Das hat richtig gut harmoniert und Spaß gemacht, ey. Das ist super. Gerne wieder. Ja, gerne wieder. Absolut. Auf jeden Fall. Gerne. Deswegen, ich reg jetzt auch schon mal. Heute Abend 21 Uhr. Ja, auf jeden ne? Fall. Heute Abend 21 Uhr geht es weiter beim Doc. Beim Doc. Genau. Genau. Also, richtig. Ich lade schon mal die Quest. Was ich auf. Mir wünschen würde, wäre jetzt mal in den Chat gerichtet: Schaut doch mal bei den beiden Kollegen vorbei. Der Chris Reality hat einen super YouTube-Channel zur virtuellen Realität. Da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen und den Zitronenarzt natürlich auch mal ein Abo spenden. Da würde ich mich hier sehr, sehr freuen, Leute. Vielen Dank. Schaut bei den beiden rein und. Dankeschön, Patrick. Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Ich ziehe mir jetzt mal die Mütze vom Kopf. Und wir schreiben, ja, sprechen die Tage. Ne? Macht's gut. Gerne, gerne. Jo, also, ciao, tschüss. Ciao. Danke vielmals. Ciao, ciao. Ciao. Alles gut an dich. Ja, Dankeschön und bis später. So, da sind sie weg. Boah, erstmal durchatmen. Erstmal durchatmen. Ich schau mal bei euch in den Chat. Das hat richtig Spaß gemacht, Leute. Population One, echt ein richtig, richtig geiler Titel. Danke für die vielen Spenden, muss ich jetzt nochmal an der Stelle sagen. Ich konnte das ja leider nicht so aktiv verfolgen. Aber nochmal, danke an den Carsten, danke an Anubis. Ich glaube, du hast sogar zweimal gespendet. Wirklicher Wahnsinn. Dann haben wir ein neues Mitglied. Mein Gott, hier muss ich hier scrollen. Der Chat wird mir leider nicht mehr, ich kann nicht so weit zurückscrollen im Chat. Sorry, Leute. Sonst hätte ich die alle nochmal genannt. Vielen Dank für eure Spenden. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, von euch zu hören, wie gefällt euch Population One als Livestream? Konnte man das gut nachverfolgen? Ich konnte es mir jetzt vorab nicht anschauen. War ein echt toller Stream, das freut mich, Clapped by Duck. Ich glaube, du bist heute auch als Unterstützer dazugekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Super coole Sache. Nukular. Sehr geil, Hoshi. So, und jetzt habe ich euch ja versprochen, dass wir hier noch live die Auslosung machen. Für das Gewinnspiel zu diesem Game. Und da muss ich jetzt mal eben gucken. Ich habe hier so ein bisschen technisch was improvisiert. Das ist falsch. Da, jetzt sind wir wieder im Browser. Ja, jetzt muss er nur noch eben... Wenn man improvisiert, dann funktioniert das ja meist nicht. So, mal gucken. Abbrechen. Ja, vielleicht nochmal neu. Ich stoppe nochmal. Ansonsten nutzt doch gerne die Zeit, mir was in die Kommentare zu schreiben. Was mache ich denn hier? Das ist gerade, wenn ihr das sehen könntet, was ich hier gerade veranstalte. Chromecast starten. So, jetzt müsste da nur irgendwann ein Bild auf dem Chromecast erscheinen. Ich weiß nicht, ob die Quest gerade, wahrscheinlich blockiert die Quest gerade noch. Ich wollte euch das nämlich hier immer auf den Bildschirm werfen, damit ihr mir auch glaubt, dass der richtige ausgelöst wurde. Und nicht, dass ich euch das versichern muss. Dann nehme ich hier eben mal den Chromecast aus dem Streaming raus übertragen. Vielleicht blockiert das momentan noch. Und dann machen wir nochmal von hier aus. So, da haben wir zumindest schon mal wieder das normale Bild. Ja, das hat richtig, der Doc ist schon wieder da. Doc, super, hat richtig, richtig Bock gemacht. Schön, dass du dabei warst. Mega, mega Partie. Also mir hat es richtig Bock gemacht. So, kriegen wir jetzt das Bild?
Wenn es nicht funktioniert, dann halte ich euch gleich in die Kamera. Ich hatte es vorher geübt, aber in einem Livestream ist es eben so, dass da auch das ein oder andere Mal nicht klappt. So wie das hier gerade beispielsweise. So ein letzter Versuch noch. Ich stoppe noch einmal. Gehe noch mal in diese Anwendung. Mode Standard, Screen Mirror. Ja, ist richtig. Ich möchte gerne Screen Mirror machen. Oder versuchen wir mal Browser Mirror. Start. So, letzter Versuch. Ansonsten los ich ohne Bildschirm aus. Na komm. Spring an, Junge. Während er versucht zu starten, werfe ich nochmal einen Blick in den Chat. So, da läuft gerade nicht mehr so viel. Er scheint nicht umzuspringen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich nutze für die Auslosung den Comment Picker und gebe da die YouTube-URL ein. Der sammelt dann die entsprechenden Videodateien. Ach, guck mal, da sind wir doch jetzt. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal auf die Zockstube.de und da in der Zockstube habe ich gesagt, unter den Kommentaren dieses Videos lose ich aus. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen Videolink, komm, kopieren. Na, mit dem Streaming, ich hoffe, es funktioniert. Ich gehe jetzt in den Comment Picker und füge hier die URL ein. Hat wohl funktioniert. Get YouTube Comments. Er sucht jetzt die Kommentare raus. Es ist ein bisschen asynchron, sehe ich gerade. Und die Internetverbindung, die ist hier gerade tatsächlich nicht so toll. Zumindest hier auf dem iPad. Get Comments. So, 135 Leute haben teilgenommen. Die Verbindung ist unterbrochen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Da sind wir wieder. Okay, jetzt picke ich mal random einen Kommentar. Mal gucken, wer es denn wird. Wer hat denn gewonnen? Der Christian Heitz hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Key für Population One gewonnen. Bitte melde dich doch auf dem Discord per Privatnachricht bei mir und dann besprechen wir, wie du diesen Key einlösen kannst. Bitte melde dich bis zur nächsten Woche, also bis zum 1.11. bei mir. Und ja, würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest, dann gebe ich dir den entsprechenden Key. Herzlichen Glückwunsch. Da würde ich doch mal direkt die Frage in den Chat stellen, ist denn der Christian Heitz dabei? Ja, der Ogni schreibt schon, an Population One komme ich wohl nicht vorbei. Ja, es ist schon verdammt bombenstarkes Spiel, das muss man echt sagen. So. Ja, das ist Fair Play, Leute. Alle wünschen Glückwunsch. Super, super klasse. Aber der Christian scheint gerade nicht dabei zu sein. Christian, wenn du das hier siehst, melde dich bei mir innerhalb der nächsten Woche, also bis zum 1.11. Ja, Leute, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt oder nichts mehr mit mir bequatschen wollt, dann würde ich euch nochmal einladen. Kommt auf den Discord der Zockstube und trefft euch da jetzt im Discord. Ihr seid jetzt mit immer noch 67 Leuten im Stream. Da werden sich sicherlich ein paar Leute finden, die dann, macht er hier gerade Disco bei euch, die sich dann für eine Runde Population One oder einen sonstigen Multiplayer-Titel verabreden können. Also jetzt auf den Discord-Server. Würde ich mich freuen und ihr findet garantiert einen Spielpartner. So. Wann wird eigentlich nochmal die Quest 2 verlost? Am 8.11. Am 8.11. Ist noch ein bisschen was, ist ein großes Gewinnspiel. Kriege ich auch nicht gesponsert, die Quest 2. Also ich habe keine Geschäftsbeziehungen zu Oculus. Die kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Sondern das mache ich privat. Und deswegen habe ich mir einfach einen größeren Zeitraum für das Gewinnspiel rausgenommen, weil das wirklich auch für mich eine Investition ist. Population One. Ja, richtig geil, Doc. Population One. Ach, guck mal hier, Treffen. Mit meinem Vater morgen. Ja gut, Leute, wenn ihr nichts mehr habt, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Däumchen oben da lasst und
trotzdem nochmal einen Kommentar schreibt, wie euch denn dieser Livestream gefallen hat. Ich plane jetzt sonntags immer ab 15 Uhr zu streamen oder häufig zumindest. Welches Spiel wir dann in der nächsten Woche anpacken, würde ich dann nochmal gucken. Letzte Woche war ja Red Matter ein ganz heißer Kandidat. Wenn ihr da natürlich auch spezielle Wünsche für die nächste Woche habt, dann sind hier unter dem Video auch die Kommentare das beste Mittel, um mir das mitzuteilen. Also schreibt in die Kommentare, was ihr euch für den nächsten Stream wünscht. Ich schaue mir das an und entscheide dann, was wir nächste Woche Sonntag zusammen spielen und würde das dann entsprechend auch über das Community-Tab euch mitteilen. Ja, Leute, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank für die Spenden, vielen Dank für die tolle Unterstützung. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche, einen schönen Sonntagabend, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche bzw. bis zum nächsten Video der Zockstube. Schaut außerdem mal beim Zitronenarzt und bei Chris vorbei. Ciao, ciao!